Mein Name ist Armin Meiwes. Ich habe einen Mann auf dessen Wunsch hin getötet, geschlachtet und gegessen. Jetzt erzähle ich die ganze Geschichte. Ist das Ihr Häftlings, Ihre Häftlingsbekleidung? Ja, das ist jetzt meine Arbeitskleidung in der Wäscherei. Aha. So, das liegen da so schöne Zettel. Ich habe ja die anderen Zettelchen auch hier. Haben Sie gut geschlafen letzte Nacht? Ja, zwar etwas nervös aber und aufgeregt wegen dem Tag heute, aber ansonsten ganz gut geschlafen. Haben Sie geträumt? Ja. Und zwar war ich irgendwo in einem Haus und dort hat jemand Fenster gestrichen. Allerdings nicht die Rahmen, sondern die Fenster selber. War etwas kurios, aber ansonsten. Mit dunkler Farbe gestrichen? Oder? Nee, mit weißer Farbe. Mit weißer Farbe? Ja. Was ist Ihre früheste Kindheitserinnerung? Gut, das früheste oder was mir so jetzt am deutlichsten eigentlich ist, das ist, wo wir mit meinem Vater zusammen einkaufen waren und ein Bekannter von mir, ein guter Freund, der in der Nachbarschaft gewohnt hat, war auch mit dabei und ja, mein Vater hat so gewisse Zauberkunststückchen immer betrieben. Da sind wir also in den Laden rein und er hat gleich auch den Einkaufskorb in der Hand mit den Sachen, die wir auch brauchten. Ich wusste natürlich nicht, dass er vorher zu Hause angerufen hatte. Oder das andere war, wir hatten einen alten Opel gehabt und da war das Zündschloss defekt und so konnte man den Wagen also ohne Zündschloss und Schlüssel starten und das war natürlich irgendwie schon erstaunlich, gerade als Kinder. Ne? Und auch sonst früher zu Hause haben wir im Garten immer gespielt, im Kaufladen hatten wir dann mal aufgebaut und waren eigentlich sehr schöne Dinge, die wir so gemacht haben. Weniger schön war natürlich hauptsächlich eben der Moment, wo mein Vater unsere Familie verlassen hatte. Und vor allem, was kam eigentlich aus heiterem Himmel. Ich war etwa 8 Jahre alt. Ja, 8 Jahre war es. Es war August, September 1969. Und dann eben dieses, ich weiß nicht, ob ein Streit zwischen meiner Mutter und meinem Vater vorhergegangen ist. Auf jeden Fall kam es irgendwie aus heiterem Himmel und er geht weg. Und ich hinter dem Wagen, wir waren, glaube ich, ja, ich war mit Nachbarskindern auf einem Feld nebenan und haben gespielt. Und dann ist er eben gefahren und dann ich schreiend, brüllend hinterher, bleib hier und haben Sie er geweint? Ist eben einfach weitergefahren. Haben Sie geweint? Ja, da habe ich auch geweint. Denn das konnte ich auch in dem Moment überhaupt nicht verstehen, warum er insofern weggeht. Ich war bis dahin eigentlich so, wie man so schön sagt, ein Papa-Kind. Also der Papa war ein und alles. Und dann eben haut er mehr oder weniger einfach ab. Es war ja praktisch meine gesamte heile Welt ist in dem Moment eigentlich zerbrochen und all die wichtigen Bezugspersonen, nämlich mein Vater und mein Bruder, sind in dem Moment weg gewesen. Mhm. Und ein knappes halbes Jahr später oder auch noch nicht mal ein halbes Jahr später ist meine Großmutter dann auch noch gestorben, sodass also innerhalb von kürzester Zeit 3 wichtige Bezugspersonen gefehlt haben. Die restliche Kindheit war die behütet? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, meine Mutter hat alles für mich getan. Wie gesagt, ich hatte ein eigenes Pferd und insofern eigentlich auch eine glückliche Kindheit. Nur eben war ich insofern sehr einsam. Wenn Sie an Ihre Mutter zurückdenken, war sie eine zärtliche Mutter? Ja, insofern schon. Nur sie hatte eben auch immer ihre eigenen Probleme. Und ich weiß nicht, ob, weil ich noch so klein war oder was, jedenfalls hat sie mich so an ihren eigenen persönlichen Problemen nie groß teilhaben lassen. Hat sie nie geschimpft mit Ihnen?
Ich war eigentlich schon ein recht Lausbub teilweise. Also von daher habe ich natürlich auch schon mal geschimpft bekommen, logisch, ja. Haben Sie mal eine Ohrfeige gekriegt von ihr? Auch, ja, ja. Aber jetzt in welcher Situation, weiß ich nicht. Also, da gab es mit Sicherheit den einen oder anderen Anlass zu, ja. Hat sie Ihnen als Kind beim Zu-Bett-Gehen gute Nachtgeschichten erzählt? Auch, ja. Welche denn? Gut, das waren übliche Geschichten und gebetet und gut, hinterher, wo ich dann auch so 8, 9, 10 war, dann auch nicht mehr, aber wo ich kleiner war, ja. Hänsel und Gretel? Unter anderem auch, ja. Hat Sie die Geschichte fasziniert von Hänsel und Gretel? Die hatte mich insofern schon fasziniert, ja. Aber eigentlich erst hinterher, vorher eben gut ein ganz normales Märchen, wie jedes andere auch, auf einem Hänsel Gretel, da ist der ein Rotkäppchen und der Wolf und ähnliches. Also sämtliche krimischen Märchen sind mir schon geläufig, ja. Aber Hänsel und Gretel kam dann eben erst später, ja, wo es für mich dann auch interessant war. Was war interessant? Eben, dass dieser Hänsel dort eben verspeist werden sollte. Und auch im Internet, die Leute, mit denen ich gesprochen hatte, also man glaubt gar nicht, wie viele Hänsels dann im Internet rumsausen, ja. Können Sie mir erklären, wann hatten Sie zum ersten Mal in Ihrem Kopf, dass Sie einen Schulkollegen oder Schulkameraden gerne aufnehmen würden, also essen würden? Na gut, das war ja, nachdem also mein Vater, mein Bruder und auch meine Großmutter insofern weg waren, hatte ich mir einen imaginären Freund vorgestellt. Weil mein Bruder war immer der große Bruder, das Vorbild und eben auch diese Nähe und Zuneigung, die er mir gegeben hat, die wollte ich dann auch jemandem weitergeben. Nur wusste ich natürlich auch damals schon, dass meine Mutter mit 50 keine Kinder mehr bekommen kann. Und so hatte ich mir also immer einen jüngeren Bruder eigentlich gewünscht, der also praktisch bei mir ist und mit dem ich dann meine Sorgen und meine Probleme hätte teilen können. Und deswegen muss man den nicht aufessen? Ja, das kam mir erst hinterher. Ja, irgendwie habe ich dann eben gemerkt, dass dieser imaginäre Bruder und Freund eben nicht das ist, also nicht richtig da ist. Und beschreiben Sie, wer war der Freund, den Sie sich vorgestellt haben? Wie sah der aus? Welchen Charakter hatte der? Ja, ich hatte also in der Schule einen Schulfreund, der ja eigentlich gar nicht so in meiner Klasse war, sondern da war eine Klasse unter mir. Frank hieß der und den hatte ich mir immer so als Bruder vorgestellt. Und irgendwann habe ich dann eben gemerkt, dass das mit dem Imaginären eben nicht so ist. Das müsste irgendwie was Festeres sein und müsste ein Teil von mir werden. Und ob jetzt nun durch die Hänsel- und Gretel-Geschichte oder eben auch einen Robinson-Crusoe-Film, den ich im Fernsehen gesehen habe, dazu animiert, ich weiß es letztendlich gar nicht mehr. Und auch in Anlehnung irgendwie an Hausschlachtungen, denn gerade in Wiestefeld war es dann so, die Nachbarn haben geschlachtet. Und das war aber nichts irgendwas Schlimmes, sondern dieses Tier war also irgendwie ein Teil von dieser Gemeinschaft und wurde dann auch praktisch oder blieb auch irgendwie dabei. Und das hat mich schon irgendwie fasziniert, genauso weil dieser... Haben Sie dazu gesehen bei Schlachtungen? Was wurde geschlachtet? Ein Schwein. Also gut, da war es natürlich, da hieß es ja auch, die Kinder sollen erstmal ein bisschen mit sein und so, aber man hat es ja dann doch irgendwie mitgekriegt. Können Sie das beschreiben, wie Sie das gesehen haben als Kind? Gut, im Prinzip lag die Sau dann in so einem Schlachttrog und wurde dann abgerubbelt, die Borsten entfernt und das war eigentlich so das Hauptsächliche, was man so mitbekommen hat. Haben Sie das Töten auch gesehen? Das Töten nicht, nee. Aber da war ja sehr viel Blut. Gut, das war in einem Eimer drin und gut, dass da Blut rauskommt, das war klar. Und das wusste ich auch und die anderen auch. Also von daher war das nicht irgendwie was ungewöhnlich oder unangenehm oder schrecklich gewesen wäre. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, zu diesem Zeitpunkt ist der Keim gesät worden für das, was Sie später gemacht haben. Ja. Aber nicht jetzt hauptsächlich durch diese Hausschlachtung ausgelöst, sondern eigentlich durch eine Robinson-Crusoe-Verfilmung. Dort war es so, dass also nicht wie in der eigentlichen Geschichte von Robinson Crusoe,
dort praktisch die Kannibalen auf die Insel kamen, um sie dort entsprechend zu verzehren, sondern dort sind also zwei junge Männer mit dem Boot gefahren, im Sturm gekommen, und einer ist also dabei ums Leben gekommen. Und damit er eben nicht praktisch verloren geht, sondern damit er dabei bleibt, daraufhin wollte der andere den aufessen, und der Robinson hat es dann entsprechend verhindert. Ja, aber der hat das gemacht, weil er Hunger hatte. Der hat es nicht gemacht, weil er Hunger hatte. Auf der Insel gab es genügend Obst und so weiter. Also von daher wäre das nicht das Thema gewesen. Sondern der hatte das gemacht, damit sein Freund praktisch geehrt war. War das auch irgendwie etwas, was mit Lust in Verbindung war? Haben Sie? Nein, in dem Moment überhaupt nicht. Nein. Es war ein. Es war praktisch dieses Gefühl des Alleinseins, was dann vielleicht weg gewesen wäre. Aber insofern Lust eigentlich überhaupt nicht. Aber das klingt doch sehr traurig. Da sind Sie ja doch ein sehr einsames Kind gewesen. Ja, ich war zwar, man kann sagen, so nach außen hin glücklich, weil ich hatte theoretisch alles, was ich brauchte. Nur eben innerlich war ich hohl und leer. Haben Sie keine Liebe bekommen? Doch, aber nicht die in der Form, wie ich sie mir gewünscht hätte. Weil, wie ich ja vorhin schon sagte, ich war so ein reines Papa-Kind, und mir hat also praktisch die männliche Bezugsperson gewünscht. Und deswegen hatte ich eben immer mir ja auch einen Bruder gewünscht, der ein Teil von mir ist und der bei mir bleibt. Was haben Sie sich vorgestellt? Dass Sie den schlachten und dass er das möchte, oder wie? Ja, also der musste natürlich diese innere Verbindung, die ich mir ja erhofft hatte, auch eben freiwillig eingehen können. Anders wäre es ja gar nicht möglich gewesen. Und er musste praktisch dann sein Leben selbst aufopfern, um dann da praktisch mehr oder weniger nach meiner Vorstellung damals in mir weiterleben zu können. Herr Dr. Müller. Ja, ich begrüße Sie, Herr Neuweishalder. Begrüße Sie. Ich grüße Sie auch. Ja. Sind Sie nervös, Herr Maywes? Schauen Sie auf die vielen Kameras. Ja. Nehmen Sie Platz. Gut, super. Sagen Sie, dieses angenehme Gefühl, in diesen Gedanken etwas Persönliches zu machen, jemand anderen zu verspeisen, haben Sie das von dieser Fantasie irgendwie ausgebaut? Etwas, hat sich diese Fantasie entwickelt? Die Fantasie hat sich dann insofern weiterentwickelt im Laufe der Jahre, dass ich da auch entsprechend diverse Komponenten mir mit eingebaut habe. Dann eben Leute, die ich als schön oder eben als Bruder hätte vorstellen können. Damals lief ja auch die Fernsehserie Flipper gerade im Fernsehen. Und der Sandy, das war so dieser Typ, den ich mir dann auch vorgestellt habe. Und in der Schule dann später auch entsprechend die Leute, die mir gefallen haben, habe ich mir dann auch so in meinen Fantasien ausgemalt. Wann hat sich das erste Mal diese Fantasie bei Ihnen in der Sexualität vermengt? Gut, das hat dann eben, nachdem die Pubertät eingesetzt hatte, habe ich da auch diese Fantasie hauptsächlich zum Onanieren genommen, ja. Ist es damals schon vorgekommen, dass Sie tagtägliche Bewegungsabläufe unterbrochen haben, um onanieren zu gehen? Nein, um Gottes Willen, nee. Das mache ich am liebsten insofern abends in Ruhe im Bett, ja. Mhm. Was war das für ein Gefühl, wenn Sie daran gedacht haben? Es war ein schönes Gefühl irgendwie. Dieses Gefühl der Einsamkeit hatte ich mir dann dadurch vorgestellt, wäre weg gewesen. Wann war denn der Zeitpunkt, wo Sie die Tötungshandlung selbst in die Fantasie probiert haben einzubauen? Gut, das war eigentlich in der frühesten Kindheit, so wo ich so 16, 17 rum war, ja. Da hatte ich mir teilweise auch vorgestellt, wie ich dann eben Schulkameraden oder so mehr oder weniger vergewaltige und dann betäube und dann auch entsprechend töte. Ich meine, das muss ja ein riesiges, gigantisches Versteckspiel eigentlich gewesen sein. Das kann man so sagen, ja. Denn ich war mehr oder weniger praktisch in mir selbst gefangen und habe mich in mir selbst ja versteckt. Und dann auch die Angst, eben dann darüber zu sprechen, war es ja, was das Ganze dann vielleicht noch weiter gesteigert hat. Herr Maywes, Masterfantasie, Superfantasie, das Ausweiten. Hat es da bestimmte Vorlagen bei Ihnen gegeben, wie das zu geschehen hat in der Fantasie?
gute Fantasie, die ich habe, dass der Körper also nicht gar aufgehangen ist, sondern eben auf dem Tisch liegt und dann alles, die Bauchdecke geöffnet wird, alles sauber, ordentlich, mehr oder weniger dort liegt. Ja. Und dann eben die einzelnen Eingeweide, Leber, Magen, Herz, Lunge etc. Gibt es bei Ihnen sowas wie eine Stufe in der Sexualität, wenn Sie sich selber befriedigen von unterschiedlichen Fantasien? Nein, eigentlich nicht, sondern nur eben, dass derjenige den Wunsch hat. Und ich stelle mir dann entsprechend bei den Leuten dann vor, dass die zu mir kommen, das eben so gemacht haben möchten. Und dann entsprechend zum Ausbluten aufgehangen werden, ausgeweidet werden, halbiert werden und verarbeitet werden. Glauben Sie, dass man zu diesem Zeitpunkt, wenn Sie sich jemand gegenüber geöffnet hätten, noch etwas tun hätte können? Das hätte mir mit Sicherheit damals geholfen, ja. Wären Sie überhaupt bereit gewesen, Ihre Fantasie näher zu geben? Das ist immer die Frage, was bietet jemand an? Eben. Damals wäre ich wahrscheinlich nicht dazu bereit gewesen. Das ist ja das Problem. Denn es ist genauso, als wenn man zum Zahnarzt muss, dann tun die Zähne plötzlich auch nicht mehr weh. Und ich hatte auch Angst davor, weil ich ja wusste, das ist irgendwas, was eben nicht richtig ist, mich irgendjemandem darüber zu öffnen. Und auch die Menschen, die insofern, die ich mir vorstellte, dass sie mir gefallen könnten, mit denen habe ich nie irgendwie einen engeren Kontakt aufbauen können, weil ich hätte immer in der Angst gelebt, dass ich ihm dann wirklich sage, also von dir könnte man sich mal eine Scheibe abschneiden oder so, und er hätte das mit Sicherheit falsch verstanden. Und das wollte ich natürlich nie riskieren. Und von daher habe ich diese Fantasien und Ideen natürlich immer für mich behalten. Sind ja dann in die Schule gegangen, haben diese Fantasien immer weiter gehabt? Ja, gut, anfangs natürlich zunächst nicht so stark und hinterher wurde es dann auch stärker, gerade in der Schule, so bis zu meinem 16., 17. Lebensjahr. Da waren dann immer entsprechende Mitschüler, die ich halt gerne als meinen Bruder gesehen hätte. Und dann habe ich mir dann auch vorgestellt, wie ich das mache in meinen Gedanken. Kam es da auch zu sexuellen Handlungen? Da kam es dann später auch zu sexuellen Handlungen, also in zu Gedanken, ja. Handlungen. Mhm. Was war Ihr erstes sexuelles Erlebnis? Das weiß ich schon gar nicht mehr. So viele? Nee, insofern weniger, aber... War das ein Junge oder ein Mädchen? Ja gut, klar, wir hatten natürlich auch... mit dem einen Bekannten von mir, mit dem wir, also wie gesagt, schon aufgewachsen sind. Wir kennen uns praktisch seit unserem zweiten Lebensjahr. Gut, da hat man natürlich gegenseitig den Körper irgendwie erkundet, aber als sexuelle Handlung kann man das eigentlich so nicht großartig bezeichnen. Und hinterher kamen dann auch die ersten Annäherungsversuche an Schulkameradinnen. Wir hatten bei uns zu Hause dann einen Hobbykeller eingerichtet und da wurden dann die wildesten Partys und Feten gefeiert. Und da kam es natürlich auch zu entsprechenden Dingen, ja. Und dort haben Sie zum ersten Mal ein Mädchen geküsst auch? Auch, ja. Das war Ute, nicht Ute, hieß sie, genau. Und wie hat sich das angefühlt? Och, das war sehr schön und angenehm, ja. Und Ute wurde dann auch Ihre erste Freundin, oder? Na gut, die Schule war dann eigentlich auch mehr oder weniger schon zu Ende, weil wir ja dann in der anderen Schule, das war noch da in der Hauptschule, und da hat man sich dann zwar noch mal irgendwo gesehen und oder der erste Kuss eigentlich fällt mir jetzt gerade ein, das war nicht in Essen, das war in Wüstefeld und zwar mit einem Mädchen vom Nachbarn. Das war die Andrea. Also Sie kamen gut an bei dem Mädchen? Ja, ja. Wenn ich so direkt fragen, war die Fantasie, dass Sie eine Frau in sich aufnehmen, war nie da? Nee. Also Sie wollten immer einen Bruder haben? Ich wollte immer einen jüngeren Bruder haben, das war... eigentlich das, was ich so praktisch bei mir festgebissen hatte. Wie war diese Zeit, wo Sie bei der Bundeswehr waren? Ja, ich war 12 Jahre bei der Bundeswehr. War das eine gute Zeit für Sie? Ja. Haben Sie da auch Kontakte gehabt, homosexuelle Kontakte zu... Überhaupt nicht. Also homosexuelle Kontakte habe ich fast überhaupt keine, weil ich bin nicht homosexuell, ich bin bisexuell und das ist ein bisschen was anderes.
Ich habe da in der Zeit gerade sehr viele Kontakte zu Frauen gehabt und auch mehrere Freundinnen. Ich war in der Zeit auch verlobt gewesen. Und gut, es waren natürlich teilweise auch die Frauen, die ich da hatte. Auf der einen Seite hat man sich's gewünscht, aber es war eben doch nie die richtige Frau, die ich gefunden hatte. Und nach der gescheiterten Verlobung dann habe ich dann auch erstmal gesagt, ich brauche es nicht mehr und habe mich in der Beziehung auch durchgezogen. Warum ist die Verlobung und hat das nicht geklappt? Ach ja, sie wollte mich praktisch ganz für mich alleine haben, wollte, dass ich also zu ihr ziehe, nicht zu mir. Und ich habe ja nun ein großes Haus und da wäre ich auch nie weggegangen. Und hinterher waren es dann auch mit den Treffen, die wir dann hatten, musste ich also immer zu ihr kommen. Die war also nicht mal bereit, nach Rothenburg zu kommen, sondern oder auch uns irgendwie annähernd in der Hälfte uns zu treffen. Und dann war es hinterher auch, also ich hatte hinterher das Gefühl, dass er eigentlich eine lebende Barbiepuppe braucht und keinen Ehemann. Und daran war es dann auch gescheitert. Das Bild aus Jugendtagen ihrer Mutter anschaue, Herr Maywes, ist mein persönlicher Eindruck, das ist eine Frau, die würde man, oder die macht den Eindruck, als ob sie beschützt werden möchte. Ja. Was ist Ihr Gefühl, wenn Sie dieses Bild jetzt sehen? Also es wird ungefähr, lass mich nachrechnen, 49, 70 Jahre alt sein, kann das stimmen? Wie alt war sie da ungefähr? 20? Also da war sie, das war kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, muss das aufgenommen worden sein. 22 geboren. Ja, 42, ach. 60, 70 Jahre, haben ungefähr 70 Jahre. Aber was ist Ihr Gefühl, wenn Sie dieses Bild jetzt sehen, was jetzt 70 Jahre alt ist? Ja, also im Prinzip, gut, das ist meine Mutter als junge Frau. Insofern war sie auch eine recht hübsche Frau. Und aber dieses Bild strahlt doch eine Emotion aus. Ja, insofern schon, auf jeden Fall. Und aber welche, Herr Maywes? Leben. Das ist die große Frage jetzt. Na gut, ich meine, ich kenne das Foto aus dem Fotoalbum von uns, aber klar, der Blick von unten nach oben, das ist natürlich schon so ein prinzessinhaftes Ausstrahlung, die sie irgendwo hat. Hat sie das später auch noch gehabt? Ja. Gut, später hat sie sich natürlich entsprechend verändert, aber und ist auch eben durch dieses Verlassenwerden irgendwo innerlich abgehärtet, aber ansonsten hat sie so dieses Aussehen auch behalten. Ja. Na, aber Moment, das Verlassenwerden haben wir ja ein bisschen herausgehalten. Ja, ja. Offensichtlich war es nicht immer so, dass sie verlassen worden ist. Ja, ja nun, sie war auch einsam insofern, also von daher schon verlassen worden. Nur ist praktisch, ist, ob sie verlassen wird oder ob der andere die verlässt, das ist der Unterschied. Actio est reactio. Also ich meine, hat sie ihren Beitrag dazu geleistet? Oder sagen wir mal so, war sie sehr fordernd? Prinzessinnen können manchmal sehr fordernd sein. Fordernd war sie insofern eigentlich nicht, nein. War sie nicht? Sie hatte zwar ihre Grundsätze, aber fordernd insofern nein. Können Sie mit dem Unterschied zwischen Prinzipientreue und Intoleranz etwas anfangen? Da kann ich schon. Was sagt ihr denn das? Gut, sie war insofern, sie war eigentlich eine ganz normale Hausfrau. Also sie war jetzt nicht irgendwie fordernd und sie war auch nicht irgendwie beherrschend oder übermächtig oder irgend sowas, sondern sie hat verschiedene Dinge toleriert, sie hat aber auch andere Dinge nicht durchgehen lassen. Das ist also, würden Sie sie heute als prinzipientreu oder teilweise intolerant ansehen? Teils. Also, oder kann man so sagen, dass es Teilbereiche gegeben hat, wo eher das eine... Es gab Bereiche, wo sie entsprechend gesagt hat, so läuft's und nicht anders, und es gab Bereiche, wo es ihr egal war. Kleine Zwischenfrage, Herr Maywes, mir ist aufgefallen, ihr habt ein Riesengut gehabt, dieses riesige Haus mit diesen vielen, vielen Zimmern, ich weiß nicht, wie viele es waren, 36 Zimmern. Nun ist das sehr ausgedehnt und erster und zweiter Stock oder sonst irgendetwas. Ist das Zufall, dass das Zimmer Ihrer Mutter und Ihr Zimmer so knapp beieinander gelegen sind? Ein Zufall nicht, nein. Oder insofern eigentlich schon, weil... Gut, das war insofern immer das Zimmer und wenn eben irgendwas war, konnte man schnell hin und her. Ja. Es waren insofern einfach nur
oben kommt man die Treppe hoch und dann rechts und links gleich die ersten Zimmer. Ja. Gut, das Zimmer von meiner Mutter war ursprünglich auch etwas anders aufgeteilt, sodass man eigentlich von hinten her rein musste, weil es einfach nur das erste Zimmer nach der Treppe ist. Das war der Grund. Ansonsten nicht, damit man eben schnell unten irgendwo hin kann und so weiter. Aber können Sie heute eine Begründung dafür angeben, warum Ihre Mutter eigentlich mehrere Beziehungen gehabt hat und offensichtlich immer verlassen worden ist? Gut, meine Mutter hatte sich nach dem Kriege oder während des Krieges in einen jungen Mann verliebt. Und dann eben auch meinen ältesten Bruder bekommen. Und nach dem Kriege hatte dieser Herr dann zunächst Schwarzmarktgeschäfte gemacht, ist dann nach Hamburg gegangen und dort irgendwo im Rotlichtmilieu gewesen und hat sich um die Familie gar nicht gekümmert, sondern eben meine Mutter und meinen Bruder zu Hause bei sich bei der Familie abgeladen und sie dann auf diese Art und Weise verlassen. Und daraufhin ist dann auch die Ehe gescheitert, weil meine Mutter mit derartigen Beziehungen gar nichts zu tun haben wollte dann letztendlich. Der zweite Ehemann von meiner Mutter, das war ein Spätheimkehrer, der kam nach langjähriger Gefangenschaft dann aus dem Krieg zurück. Und ob nun durch den Krieg oder wie auch immer, jedenfalls war er praktisch überwältigt eigentlich von der Liebe und Zuneigung, die ihm plötzlich zuteil wurde und hatte nun auch, ich denke mal, Angst, dass ihn die Familie wieder irgendwie verlassen kann und wollte dann das Haus bei uns in Essen mittels einer Gasexplosion in die Luft sprengen, natürlich mit allen Leuten drin. Das ist aber dann glücklicherweise verhindert worden und er ist dann in psychiatrische Behandlung gekommen und kurz darauf wohl auch gestorben. Und von meinem Vater, insofern hatte ich ja dann von gerade erzählt, da ist natürlich der große Altersunterschied gewesen. Gut, damals habe ich es eben so noch nicht überblicken können, heute weiß ich das schon. Und da hatte eben mein Vater sich in die jüngere Frau verliebt und ist mit mir dann durchgebrannt. Was hat sich jetzt in Ihrer Mutter abgespielt? Hat es da eine Veränderung in Ihrem Verhalten gegeben? Jetzt hören Sie aber auf, Herr Meiwes. Ich meine, das ist ja... Außer, dass sie verbittert war, insofern gab es eigentlich keine großartige Veränderung letztendlich. Jedenfalls war mir da nichts aufgefallen, weil ich hatte insofern meine eigenen Probleme, die ich auch mit meiner Mutter insofern dann irgendwie nicht teilen konnte oder wollte. Aber Verbitterung, das Wort würden Sie in den Mund nehmen. Ja. Und wie hat sich das gezeigt? Gut, sie hat geweint und wusste nicht, wie es weitergehen soll. Und sie hatte sich da vollkommen zurückgezogen. Also sie hatte dann wahrscheinlich eben auch Angst, wenn sie jetzt noch irgendeine weitere Beziehung oder irgendwas anfängt, dass sie dann vielleicht auch wieder verlassen würde. Und von daher hatte sie da auch gar keine Ambitionen in der Beziehung mehr. Würden Sie heute sagen, dass Sie dann eigentlich als derjenige, der ihr am nächsten gestanden ist, aufgrund dieser Verbitterung und aufgrund der Entwicklung einiges abbekommen haben? In gewisser Weise mit Sicherheit schon, klar. Sie wollte natürlich, dass ich möglichst nah und lange bei ihr bleibe, das ist ganz klar. In welcher Form hat sich das gezeigt? Wie bitte? In welcher Form hat sich das gezeigt, dass Sie möglichst lange und möglichst intensiv bei ihr bleiben? Als ich dann entsprechend so weit war, dann wurden Freundschaften, die halt dann doch ein bisschen ernster waren, hat meine Mutter die dann schon irgendwie vergrault teilweise, ja. Das ist aber diplomatisch ausgedrückt. Ja, sie hat sich auch sehr diplomatisch in der Beziehung verhalten, ja. War sie wirklich so diplomatisch? Ja. Oder besaß sie eine gewisse weibliche Intelligenz, einer möglichen Konkurrentin verstehen zu geben? Ja, auch Konkurrentin eigentlich nicht, nee, im Gegenteil. Also nur. Aber sie wollte schlichtweg nicht, dass der Armin... Zunächst eben, wenn es dann, sag mal, ernst wurde, dann hat sie das natürlich auf diese Art und Weise diplomatisch versucht zu verhindern. Und auf der anderen Seite, die Frau, die ich mir gesucht hätte, die hätte auch entsprechend bereit sein müssen, eben alleine auf dem Lande leben zu müssen und eben auch mit meiner Mutter klarkommen können. Und das war insofern dann auch etwas problematisch, ne? Sodass ich da auch entsprechend die Leute oder die Frau entsprechend hätte suchen müssen, die dazu passt. Kann man sagen, dass auch die weitere Entwicklung dann logisch war, dass niemand gekommen ist und dass niemand mit ihrer Mutter zusammenleben hätte können und dass Beziehungen, die sie eingegangen sind, dann einfach... Kann man das nicht sagen, aber es wäre problematisch geworden, ja. Haben Sie jemals mit Ihrer Mutter über Sexualität gesprochen? Relativ selten, ja. Eigentlich, nee, überhaupt nicht, dass ich wüsste jedenfalls.
Also mit Sicherheit schon, aber jetzt wüsste ich nicht, dass man so direkt oder intensiv darüber gesprochen hätte. Nee. Hat sie manchmal damit bestraft, dass sie nicht mit Ihnen gesprochen hat? Nein, eigentlich nicht. Also immer wenn Sie so eine kleine Schwollmut machen, dann muss ich nachfragen. Nee, in der Beziehung überhaupt nicht. Also das Verhältnis war so auch ganz normal und wie gesagt, verschiedene Dinge hätte ich mit ihr insofern nie besprechen können und habe ich auch insofern nie besprochen, aber ansonsten... Zum Beispiel? Eben diesen Wunsch, dass ich eben noch einen jüngeren Bruder haben wollte und so, das habe ich mit ihr niemals besprechen können und hätte ich auch mit ihr nie besprechen können. Und warum denn? Ich weiß es nicht, weil sie eine Frau ist. Also das hätte ich nur mit meinem Vater besprechen können und wollen. Ja. Dass sie einen weiteren jüngeren Bruder haben können, aber den Wunsch, ein Geschwisterle zu haben, kann man doch mit der Mutter besprechen, oder? Ja, aber gut, da hatten wir andere Sorgen und von daher war das nie irgendwie thematisiert worden. Haben Sie jemals als Kind oder als Jugendlicher die Fantasie gehabt, Teile Ihrer Mutter zu verschmeißen? Nein. Warum nicht? Ich hatte mir immer einen jüngeren Bruder gewünscht und eine Frau in der Beziehung wäre da undenkbar für mich. Wann ist Ihnen Ihre Mama eigentlich am meisten auf die Nerven gegangen? Gut, das war eigentlich jetzt erst in den letzten Jahren, wo sie dann auch, nachdem wir einen Verkehrsunfall hatten und sie danach nochmal gestürzt war, bettlägerig war und dann eben Menschen in dem Alter dann auch alle 5 Minuten irgendwas anderes wollen und ich an der Arbeit Probleme hatte und zu Hause meine Mutter pflegen musste, da ist mir auf die Nerven gegangen, ja. Haben Sie mal darüber nachgedacht, sie umzubringen? Nein. Ich bin nicht ein Staatsanwalt, Herr Maywald. Nein. Nee, also insofern eigentlich nicht, nein. Gut, manchmal hätte ich mir gewünscht, wenn wir gerade im Haus irgendwas renoviert hatten und so und sie natürlich wieder andere Meinung hatte wie ich. Da hätte ich mir manchmal gewünscht, dass es gerade unten fällt das Ding zusammen und oben auf dem Dachboden werden irgendwelche Bretter an die Wände genagelt. Da hätte ich so manchmal am liebsten hinter der Bodentür eingenagelt, aber nicht, um das irgendwie wirklich zu machen, um Gottes Willen, nein. Ich glaube, ein großer Bruch in Ihrem Leben war dann der Tod der Mutter. Ja. Das ist für jeden Menschen wahrscheinlich sehr schmerzhaft. Wie haben Sie das erlebt? Gut, es war natürlich ein Schock. Ich meine, sie war nun nicht mehr die Jüngste, sie war 77. Sie war auch die letzten Jahre schwer krank gewesen. Wir hatten 1996, glaube ich, einen Verkehrsunfall gehabt. Und dort war sie also wirklich sehr schwer verletzt worden, ein halbes Jahr im Krankenhaus gewesen deswegen. Und von diesem Unfall hatte sie sich auch nie wieder erholt. Und gerade das letzte Jahr war, da hatte sie sich Silvester, wollte sie auf Toilette gehen, ist gestürzt, hat sich da die Hüfte verletzt und war dann mehr oder weniger auch bettlägerig gewesen, sodass sie also ständige Pflege bedurfte. Und gerade wie ältere Menschen in dem Zustand dann auch sind, die wollen dann alle 5 Minuten irgendwas anderes. Das war also nervenaufreibend ohne Ende. Und Sie haben sie gepflegt? Ich habe sie gepflegt, gleichzeitig dann auch gearbeitet und gut, Treppe und so weiter konnte sie alleine nicht mehr runtergehen. So im Haus hat sie ja eigentlich noch alles sich machen können und sich bewegen können, nur Hausarbeit und Kochen und sowas ging dann natürlich nach dem Unfall gar nicht mehr. Aber so war sie noch agil und dann hinterher wurde es dann auch immer schlimmer und dann hat sie wohl auch in der Nacht vorher einen Herzinfarkt gehabt und ich bin dann noch an die Arbeit gegangen und wollte eigentlich früh wieder zurückkommen, hatte aber dann noch eine Störung gehabt bei einem Kunden, die ein bisschen länger gedauert hatte und auf der Rückfahrt habe ich dann versucht zu telefonieren, weil jeden Abend, bevor ich nach Hause gekommen bin, habe ich dann gesagt, ich komme gleich, wenn dann irgendwie Kaffee oder irgendwas gemacht werden konnte. Ne? Und sie ging nicht ans Telefon und es war eigentlich auch noch schönes Wetter, dachte ich, naja, vielleicht sitzt sie draußen auf dem Balkon und hört Telefon nicht und hatte aber auch schon in der Mittagszeit, das war, dann musste ich nochmal oben in der Personalabteilung vorbeigehen und wartete vor dem Büro und habe dann plötzlich so ein Gefühl in der Magengrube gekriegt, was undefinierbar war und hat mir auch in dem Moment überhaupt nichts dabei gedacht. Und kam dann also nach Hause und habe dann gesehen, wie sie im Bett lag, tot.
Und war natürlich erstmal total schockiert und wusste in dem Moment auch nicht, was ich machen soll. Und habe dann erstmal im Krankenhaus, glaube ich, angerufen. Und ja, dann kam dann hinterher auch der Hausarzt vorbei und der hat dann auch bestätigt, dass sie wahrscheinlich so um die Mittagszeit gestorben sein muss, wo ich im Prinzip dieses Gefühl hatte. Wann haben Sie zum ersten Mal einen Internet-Chatroom für Kannibalen betreten? Gut, das war so Mitte 2000. Vorher hatte ich im Internet zwar schon die diversen Seiten angeschaut und auch teilweise Geschichten irgendwo runtergeladen, die im Internet zugänglich sind. Und ich hatte mich nach dem Tod von meiner Mutter sehr intensiv mit dem Thema Tod auseinandergesetzt. Und über diese Seiten bin ich auch irgendwo auf eine Kannibalenseite oder auf ein Chatforum gestoßen und da eigentlich dann das erste Mal drauf gekommen und dann auch gesehen, was es da alles gibt. Und ich dachte zunächst, es ist Fantasie, aber auch wie die Anzeigen gestaltet waren, es war so, dass man es eigentlich gar nicht glauben konnte. Ne? Das bieten sich Leute also tatsächlich an, sich selbst verspeisen zu lassen und andere entsprechend, um entsprechend Leute zu suchen. Da waren also ungefähr 1000 Anzeigen auf dieser Seite, die ich gesehen hatte. Gut, es waren auf der vordersten Seite waren vielleicht nur 30, 40, wo also entsprechende Leute, Männer, Frauen, wer auch immer, angeboten haben, oder auch teilweise, gut, das war alles so mehr oder weniger unter dem Deckmantel der Sexualität, wobei es ja eigentlich damit nichts zu tun hat. Aber dort haben die Leute sich also die bizarrsten Vorstellungen gegeben und dargeboten, wie da was passiert ist. Und dann habe ich da natürlich auch ein bisschen genauer hingeschaut und irgendwann dann auch auf entsprechende Anzeigen geantwortet. Das heißt, Sie haben sich ein Synonym zugelegt? Später dann. Unter welchem Namen haben Sie sich angemeldet? Gut, ich war da normal mit meiner normalen Adresse zunächst reingegangen und habe nur die Anzeigen angeschaut. Und dann auch auf eine Anzeige geantwortet. Und zwar war das ein Luke, der hatte sich auf einer Feinschmecker-Kückenseite. Wobei dieses Küken und Küchen wohl irgendwie aus dem Nordischen kommen muss oder so. Dort angeboten und dem hatte ich also dann geantwortet und wir hatten dann auch recht intensiv miteinander gechattet und dann auf einer Torturnet-Seite hatte ich dann einen Matteo kennengelernt aus Italien, der eigentlich zu Tode geprügelt werden wollte und die unmöglichsten Todesarten sich dann ausgedacht hat und wir hatten also auch bis zuletzt miteinander gechattet, mal ein bisschen weniger, mal wieder intensiver. Das waren die ersten und die beiden kannten auch meine private E-Mail-Adresse und erst dann habe ich mir dann ein eigenes spezielle Adresse zugelegt. Die erste Anzeige, die Sie gelesen haben, was hatte der geschrieben? Wie muss man sich das vorstellen? Was stand da drinnen? Gut, die erste Anzeige, die ich jetzt gelesen habe, weiß ich jetzt natürlich so nicht mehr, aber da war es eben auch so ähnlich, wie ich dann hinterher die Anzeigen ja selbst gestaltet habe. Dort hatte sich also jemand dann auch angeboten, ein junger Mann, 25 oder 20, ich biete mich selbst an, mich verspeisen zu lassen. So in dem Stil waren diese Anzeigen. Na gut, ich habe eben gedacht, na, ist das jetzt Fantasie oder ist es eben doch Realität? Und dann eben mich auch intensiver damit beschäftigt und geguckt und so wie die Anzeigen teilweise gestaltet haben, klang das schon sehr ernst. Ja, gut. Ich habe spätestens gedacht zu dem Zeitpunkt, um Gottes Willen, ich muss zum Psychiater, ich muss mit jemandem drüber sprechen, ich verlasse jetzt meine Fantasie, ich gehe über in die Realität. Wenn ich das damals gewusst hätte, dann hätte ich mit einem Psychiater auch gesprochen. Nur damals habe ich eben das nicht gesehen. Damals war das für mich eigentlich normal. Man kann es eigentlich schon fast mit einer Art Sucht vergleichen. Ne? Und man sieht dann auch die Realitäten nicht so, wie sie sind, sondern das ist diese Art Traumwelt, die man sich dann geschaffen hat, die ist dann für denjenigen real. Und man steigert sich dann so hinein und das ist ja das Problem, was ich dann auch hatte. Ich hatte mir eigentlich ja dann erhofft zunächst, wo ich diese Seiten gesehen habe, naja, vielleicht finde ich ja jemanden, mit dem ich einfach so darüber sprechen kann. Aber es war eigentlich so, dass man sich dann gegenseitig hochgeschaukelt hat und
dann eigentlich vollkommen den Blick der Realität verloren hat. Und das ist natürlich eben auch die Gefahr von dem Internet. Man redet darüber und steigert sich eigentlich so sehr da hinein, dass das eben dann eigentlich zur Normalität wird. Und dann denkt man natürlich garantiert nicht mehr dran, dass man irgendwie einen Psychiater bräuchte oder irgendwas. Könnten Sie das überhaupt abstellen? Gut, die Gedanken kann man nicht abstellen, das ist klar. Aber was man mit den Gedanken macht und wie man mit den Gedanken umgeht, das kann man abstellen. Und das ist ja auch das, was ich eben insofern jetzt mit diesem Interview erreichen will, dass die Menschen, die eben diese Ambitionen haben, wie ich sie ja hatte, dass die eben den Mut fassen, sich eben in entsprechende Hände zu begeben, Ärzte, Psychiater, Psychologen oder eben Priester, die entsprechend dann, oder damit die Leute darüber reden können. Denn bei mir war es ja so, man frisst das alles in sich hinein. Man hat Angst, darüber zu sprechen, denn gerade wenn man jemanden hat, den man irgendwo, weil bei mir war es ja nicht so, dass ich denjenigen vernichten wollte, sondern der sollte ja ein Teil von mir werden, ein Mensch, der schön ist, in welcher Form auch immer. Und den hätte ich niemals ansprechen können, denn wenn ich den angesprochen hätte, dann hätte ich immer die Angst gehabt, dass der mich ja ablehnt. Denn der sagte ja, hast du nicht mehr alle oder was, mach dich weg. Ne? Und das wollte ich natürlich auch nicht riskieren. Und eben auch gerade die Menschen, die ich so in meinen Vorstellungen hatte, die habe ich dann natürlich nie darauf ansprechen können. Wann ist der Erste aus dieser virtuellen Welt bei Ihnen in Rothenburg aufgeschlagen und wie war das? Gut, das war im Prinzip ja einmal mit dem Jörg, mit dem ich ja praktisch seitdem ich mich im Internet damit befasst hatte, auch fast tagtäglich unterhalten hatte. Gut, es war erst ein bisschen peinlich, weil er wollte mir seine Arbeitskollegen irgendwie anbieten und das wollte ich natürlich überhaupt nicht, aber er war wohl auf den einen zumindest etwas neidisch und weil der im Beruflichen höher gekommen war wie er selbst, obwohl sie gleichzeitig angefangen hatten und deswegen wollte er ihn wohl auf diese Art und Weise praktisch aufessen und sich selbst anschließend dann auch entsprechend aufessen lassen. Er wollte den Arbeitskollegen aufessen. Ja, also zumindest entsprechend schlachten und so weiter. Nur es war bei ihm auch so, dass er mir also gleich zu Anfangs gesagt hatte, dass er das also nicht in der Realität, sondern eben nur in der Fantasie machen möchte. Dann saßen Sie bei einem Kaffee und haben darüber gesprochen, wie Sie den Arbeitskollegen da am liebsten aufessen würden? Ja gut, eigentlich mehr allgemein, ja. Also er hatte mir den Arbeitskollegen natürlich immer wieder empfohlen und wie war es hinterher bei der Polizei in den Ermittlungsberichten, da steht dann auch drin, dass derjenige schon wieder auf der Speisekarte steht. Das war insofern, gut, das war natürlich reine Fantasie, obwohl ich kann mir vorstellen, dass bei ihm das auch so gewesen wäre, wenn jemand anders gekommen wäre, der es hätte freiwillig machen wollen, vielleicht hätte er sich selbst dann auch tatsächlich dazu angeboten, ich weiß es nicht. Einmal haben wir uns dann auch hier im Hotel getroffen, weil er hatte in einem Hotel auch gearbeitet, sodass er das Zimmer da recht günstig bekommen hatte. Und haben dann entsprechend, er hatte die Vorgaben auch gemacht, wollte eben wissen, wie, welche Schnitte wo gesetzt werden und so weiter. Und das haben wir dann auch entsprechend nachgespielt. Und das habe ich auch mit der Videokamera aufgenommen gehabt und das heißt, er hat sich ausgezogen, aufs Bett gelegt. Sie haben ein Messer mit dabei gehabt oder Nein, Buntstift. Buntstift. Also ganz normal, erst wollte ich einen Filzstift, dann wollte er natürlich nicht, weil er so schlecht wieder abgeht. Deswegen haben wir einen ganz normalen Buntstift genommen, sodass man dann entsprechend genau sehen könnte, wie welche Schnitte sind und ihm dabei erklärt, was gemacht werden kann und so weiter. Also quasi, Sie haben aufgezeichnet, wie Sie ihn tranchiert hätten. Ja. Er lag also auf dem Tisch, ne? Und seine Vorstellung war es also, dass er in den Hals gestochen wird und er hatte im Gericht dann hinterher auch gesagt, dass für ihn dieser Stich in den Hals das höchste aller Gefühle ist. Also ich weiß von ihm, dass er der Vater Tierarzt ist und er auch entsprechend bei Schlachtungen zugesehen hatte und von daher hatte er sich immer in der Form des Tieres gesehen und wollte also abgestochen werden. Gut, danach wurde dann entsprechend weiter, dass also der Hoden abgetrennt wird, dann entsprechend ausbluten, dann der Bauch aufgeschlitzt wird, die Eingeweide entsprechend entfernt werden
danach der Körper dann halbiert wird. Und, wie halbiert? Halbiert. Ja gut, also Kopf abgetrennt, entsprechend dann Brustbein aufgetrennt, Becken aufgetrennt, Wirbelsäule durchtrennt. Und dann anschließend die einzelnen Fleischpartien eingezeichnet. Und da auch entsprechend dann gesagt, dass eben Bruststeg dann aus dem Arm, Oberarm kann man Braten machen und ähnliches, ja. Und dann entsprechend die Markierung so eingezeichnet, ja. Haben Sie auch ganz konkret, was Sie gesagt haben, Sie haben ihm gesagt, hier ist der Schulter, würde ich jetzt einen Schnitzel machen und hier ein Steak. Das haben Sie ihm genauso erklärt? Gut, das habe ich ihm dann hinterher, Was haben Sie da zum Beispiel gesagt? Gut, da habe ich ihm dann gesagt, oh gut, da könnte man eben ein Bratenstück draus machen und hinten das aus dem Rücken entsprechend Lachsrolle oder eben aus dem Schenkel Schnitzel und ähnliches. Also im Prinzip diese Fleischstücke so auch bezeichnet, ja. Herr Maywes, nach den Schlachtspielen, nach den Schlachtvorbereitungen kam dann dieser Mann in Ihr Leben. Bernd Brandes. Gut, ich hatte mich auf eine Anzeige, die er ins Internet gestellt hatte, gemeldet bei ihm. War überschrieben mit Dinner oder Your Dinner. Und der Text war, ich biete mich an, mich von euch bei lebendigem Leib verspeisen zu lassen. Wer es wirklich will, braucht ein echtes Opfer. Ich hatte ihm dann entsprechend darauf geantwortet. Was? Den genauen Text weiß ich nicht mehr jetzt, weil die ersten 2-3 Mails sind auch leider weggekommen, weil ich damals Probleme mit meiner Festplatte hatte. Alle anderen habe ich ja ausgedruckt. Gut, da habe ich mich im Prinzip dann bei ihm beworben, dass ich im einsamen Haus lebe und entsprechende Schlachtungen durchführen möchte und so weiter. Und daraufhin hat er mir dann entsprechend geantwortet und hat mir dann so gefragt oder hat mich dann gefragt, was hast du für Vorstellungen, wie soll das Ganze ablaufen? Und daraufhin habe ich ihn dann diese Vorstellung, wie ich sie hatte, eigentlich in Annäherung an eine Schlachtanleitung, die ich im Internet gefunden hatte, auch beschrieben, was da entsprechend geschehen soll. Und dann hatte er mir seine Vorstellung entsprechend geschrieben. Ihm war es also ganz wichtig, dass ihm das Geschlechtsteil abgetrennt wird und dass er selbst dieses essen kann. Das war also sein Hauptanliegen. Wenn Sie auf das Foto gucken und ihm in die Augen sehen, was sehen Sie da? Können Sie das mal tun, bitte? Ja, ich sehe einen Freund. Einen Freund, einen netten Menschen, wenn er auch nicht so war, wie ich es mir erhofft hatte oder gewünscht hätte. Und denk mal, für ihn war es auch nicht so gewesen, wie er es sich erhofft hatte. Aber es ist eine schöne Erinnerung an ihn. Wenn Sie in seine Augen gucken, macht Sie das nicht traurig? Nein. Weil ich weiß, dass er es so gewollt hat. Denn er wollte das auch. Das war auch der Tag. Wir hatten ja schon vorher einen Termin vereinbart. Er hatte ja die Termine grundsätzlich festgelegt. Und ich hatte ihm ja gesagt, ich möchte ihn gerne kennenlernen. Mindestens eine Woche lang. Und dann hat er den Termin aber verschoben und hat diesen 9. März, an dem Tag, als er ja zu mir gekommen ist, festgelegt. Und er hat mir relativ wenig eigentlich über sein Leben erzählt, aber das bisschen, was er erzählt hat, das war mit entsprechenden Datumsangaben versehen, die in seinem Leben wichtig waren. Herr Maywes, Sie hatten erwähnt, dass Sie ein paar Chatprotokolle mitgebracht haben, um einfach Einblick zu bekommen in die Fantasie von anderen Menschen. Sie haben die mitgebracht. Würden Sie mir da ein paar Passagen gerne vorlesen? Ja, gerne. Ich habe hier die Chatprotokolle von Bernd Brandes und mir und möchte eigentlich jetzt nur praktisch das vorlesen, was Bernd Brandes mir geschrieben hat. Ich zitiere: Dann hoffe ich bloß, dass du nicht schlapp machst und es wirklich durchziehen kannst und somit auch kein Problem damit hast, mich um die Ecke zu bringen dabei.
soll ja für dich kein Albtraum nach der Erfüllung des Traumes werden. Von mir wird keiner wissen, wohin ich verschwunden bin. Ich bin überhaupt nicht nervös, nur tierisch geil darauf, endlich mein Lebensziel zu erreichen. Solltest vielleicht auch eine Videokamera mitlaufen lassen, damit du es noch einmal genießen kannst. Ich werde dich sowieso nicht mehr verlassen, zumindest nicht komplett. Ich glaube, wenn es dir so gefällt, wie du es dir vorstellst, werde ich auch nicht lange allein im Gefrierfach sein, da ein Teil von mir sowieso bei dir bleibt als Nährstoffe in deinen Zellen, werde ich ja sozusagen dabei sein, wenn du den Nächsten einlädst. Heißt es, dass er davon ausgegangen ist, dass das der Beginn einer weiteren Entwicklung ist, dass man mehr Leute findet oder so? So hatte er das wohl auch gemeint, ja, denke ich mir. Denn das ist ja auch das, was praktisch so meine Vorstellung war, eben, dass er ein Teil von mir wird. Hier hat er es selbst ja dann auch geschrieben. Und gut, er hatte sich ja auch mit der Thematik längere Zeit ja noch wie ich, also seit 99 hat er damit begonnen. Da hatte er schon gesehen, was dann im Internet ist. Und wenn dann eben noch mehr Leute sich anbieten, hatte er natürlich dann auch vielleicht die Vorstellung, dass er eben längere Zeit nicht alleine da liegt, sondern mehrere dazukommen. Und wie lange ist das gegangen? Wie lange habt ihr da oft gechattet? Gut, wir haben gerade die Nächte davor teilweise 2, 3, 4 Stunden im Internet gechattet. Okay. So, ich zitiere weiter. Und wenn schneller als gehofft bergab geht mit mir, auch egal, ich weiß ja, was mit meinem Fleisch passieren wird. Ich habe schon mehreren gesagt, dass sie mich fressen sollen, zumindest die Genitalien, aber diese scheiß Hemmschwelle hat eben alles zunichte gemacht und ins Krankenhaus wollte ich dann eigentlich nicht mehr. Man soll doch immer wissen, wann man aufhören soll und ich weiß, wie ich aufhören will, wann, so schnell wie möglich. Bernd wollte einfach vernichtet werden. Er wollte ungesehen, unbemerkt von der Bildfläche verschwinden. Er hat ja extra Urlaub genommen an der Arbeit. Seinem Lebensgefährten, mir gegenüber, hatte er sich das so dargestellt, er wohnt zwar nicht allein, aber es war für mich so, als hätte er praktisch ein Zimmer untervermietet, dass sie sich dann nicht nur Küche und Bad geteilt haben. Das habe ich ja erst hinterher, nachdem ich die Akten hatte, erfahren. Er hat mir gesagt, es würde ihn kein Mensch vermissen. Seine Eltern sind schon lange Zeit vorher gestorben. Er nimmt sich an der Arbeit Urlaub und erzählt, dass er nach England fährt, um sich da, weil er hatte ja an der Seite so ein Haarproblem, das da behandeln zu lassen, sodass ihn also kein Mensch vermissen würde. Bitte. Ja. Was passiert eigentlich mit meinen Überresten? Okay, ich wollte dich nicht damit nerven, aber heutzutage ist eine vorher geplante gute Müllentsorgung ja wichtig, speziell in diesem Falle. Ist übrigens lustig, seitdem wir verabredet sind, hagelt es bei mir Anfragen, aber wie schon gesagt, die allerbeste Anfrage aus den Vereinigten Staaten hat sich aus dem Staub gemacht. Dabei wollten die mich so unbedingt haben. Aber was soll's, Hauptsache ist, dass es nun endlich Realität wird. Auf meinem PC lösche ich von meinen privaten Sachen alles, was auf mein Hobby hinweist. Auf der Arbeit nehme ich für mehrere Tage Urlaub, also auch von dort erst einmal kein Problem. Falls es mit uns nicht stattfinden sollte, gehe ich Montag eben wieder hin und nehme den restlichen Urlaub nicht. Die Bahnkarte hole ich per Bargeld, da gibt's keinen Hinweis, wie ich Berlin verlassen habe. Ich bin einfach weg und verschwunden. Wer sollte mich schon in der Kasseler Umgebung vermuten? Wie du siehst, bin ich gut vorbereitet. Mein Ziel ist es ja nicht, dich in die Pfanne zu hauen, sondern gefressen zu werden. Das waren die Originalworte von Bernd Brandes.
Sie sind sehr höflich, zuvorkommend. Und wenn ich dann aber diese Protokolle lese, was in dieser Nacht passiert ist, ist da ein anderer Armin Maivis tätig? Weil Sie sagen auch, Sie haben sich da immer versteckt in sich selber. Gut, das herrscht natürlich eine andere Sprache oder ein anderer Sprachgebrauch. Was dann im Internet teilweise gelaufen ist und auch die Wortwahl, das ist natürlich schon irgendwo ein ganz anderes Feeling auch. Man lebt sich ja dann praktisch in diese Sache hinein und steigert sich ja dann auch hinein. Und da geht es ja dann hauptsächlich darum, dass man dem anderen entsprechend sympathisch ist und man muss sich dann dementsprechend auch auf den anderen Menschen einstellen. Da spricht man ja auch nicht so normal, wie wir jetzt sprechen beim Kaffee trinken, sondern da spricht man eine andere Sprache. In welcher Tonalität haben Sie mit ihm gesprochen? Wenn Sie sich jetzt vorstellen, ich bin Bernd Brandes, wie haben Sie mit ihm gesprochen? In welchem Tonfall? Gut, der Tonfall war eigentlich insofern ganz normal, die Wortwahl war eine andere. Und zum Beispiel war es natürlich eben so, jetzt beiß mich, hatte er ja gesagt, ne? Dann eben, ich habe dann zugebissen und er beißt kräftiger und eben auch, das, weil ihm war es ja hauptsächlich auch was, für ihn war es ja was Sexuelles auch, er wollte ja, dass ich ihm das Glied abbeiße und dann... Wenn der zu Ihnen sagt, jetzt beiß mich, was haben Sie dann zu ihm gesagt, ja, ich beiße jetzt dazu oder was, oder wie? Ja, gut. War da eigentlich so nicht. Also insofern haben wir uns in der Beziehung eigentlich normal unterhalten auch. Nur eben, beiß mir den Schwanz ab und tut weh und jetzt richtig und jetzt beiß noch kräftiger und beiß mich hier oben rein oder reißt mir die Zunge raus und solche Dinge hat er halt auch gesagt. Und das war natürlich auch im Internet entsprechend dieser Sprachgebrauch, den wir da hatten. Wenn Sie über den Herrn Maivis nachdenken, die Person Herrn Maivis, wenn Sie das jetzt mal objektiv sehen, was ist das für ein Mensch? Wenn Sie jetzt einem Außerirdischen, den Herrn Maivis, den sogenannten Kannibalen von Rothenburg erklären müssen? Na gut, im Prinzip ist er ein ganz normaler Mensch mit einer verrückten Idee, die er umgesetzt hat. Eine verrückte Idee? Ja. Ein verrückter Wunsch, ein nicht normaler Wunsch auf jeden Fall, der eben diesen Wunsch nach langen Jahren sich erfüllt hat. Was sehen Sie denn morgens, wenn Sie in den Spiegel gucken? Ich sehe mich selbst als den ganz normalen, hilfsbereiten Mann, der anderen immer gerne hilft. Und das tue ich auch hier im Gefängnis sogar. Aber können Sie verstehen, dass es da Leute gibt, die das ganz schrecklich und furchtbar finden? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Problem, dass, wie soll man es ausdrücken, für mich war es normal zu dem damaligen Zeitpunkt. Und jeder, der im Prinzip sich da nicht hineindenken kann, für den ist es was Monströses. Nur im Prinzip bin ich ein ganz normaler Mensch. Ich habe eine verrückte Idee, ich habe sie umgesetzt. Und Brandes hatte eben auch diesen verrückten Wunsch, den er sich erfüllt hat. Und wenn man in die Köpfe von anderen Leuten reingucken könnte, was da teilweise für Vorstellungen und Fantasien rumgeistern. Und gerade hier im Gefängnis habe ich also die Möglichkeit, auch mit vielen Leuten zu sprechen. Wenn die wüssten oder andere Menschen wüssten, was die für Fantasien haben, die würden die Menschen nie wieder angucken. Jeder hat Fantasien, ja. Aber die Art von Fantasien, über die wir hier sprechen, die sind ja so, wenn Sie sagen, dann würde man gar nicht mehr mit diesen Leuten sprechen. Was, wie, haben, haben Sie nicht ist, aber Angst man davor? Muss mit der Fantasie umgehen können. Mhm. Ich habe die Fantasie umgesetzt und das war der Fehler. Wenn man die Probleme erkannt hat und wenn man die Möglichkeiten hat, diese Fantasien zwar zu erleben, aber nicht auszuleben und mit diesen Fantasien umzugehen und anders damit umzugehen, offener damit umzugehen, dann kommt es auch nicht zu einem entsprechenden Ausbruch, dass man es tatsächlich machen will oder muss oder wie auch immer. Sind Sie mal auf die Idee gekommen, dass der Herr Brandes vielleicht total krank war? Dass der gar nicht in der Lage war, das zu beurteilen, was er da macht? Krank war er, bin ich selbst auch. Nur laut dem Gutachten lag bei Bernd und auch bei mir zwar der Krankheitswert nahe, aber eben nicht vor. Das heißt also,
er wusste genau, was er tut. Und ich wusste es auch. Das heißt, natürlich ist das krank. Krank ist oder eben nicht normal. Denn normal ist ja alles, was die Gesellschaft vorgibt. Und wenn etwas passiert, was eben außerhalb dieser Norm liegt, dann ist es eben nicht normal. Und alleine schon zu wissen, das ist nicht normal, das reicht eben aus, um nicht krank zu sein. Jedes Mal, wenn ich diese Fotos sehe von Ihnen, wo Sie da als Junge mit den Ponys spielen und auf diesem Hof leben, ich habe immer, wenn ich Ihnen jetzt so begegne, immer so dieses Gefühl, dass Sie wirklich ein Junge waren, der in Wahrheit sich nach Liebe gesehnt hat. Eben. Können Sie das irgendwie beschreiben, dieses Gefühl der Einsamkeit? Ja, das war insofern einsam, ist nicht mit dem eigentlichen Einsamen vergleichbar. Ich hatte Freunde und gute Bekannte und alles. Das ist diese innere Leere, diese Einsamkeit. Innen drin hatte was gefehlt, dieser Gegenpol, der war nicht da. Und den habe ich praktisch immer versucht, wieder zu erreichen dadurch. Hat sie Ihre Mutter gestreichelt? Ja. Bei welchen Gelegenheiten? Gut, als Kind, wenn ich mal eben hingefallen war oder wenn ich Schmerzen hatte oder sonst wie, bis wenn ich traurig war. Bis zu welchem Alter haben Sie in Ihrem Bett schlafen dürfen? Gut, es war teilweise, auch wenn ich jetzt irgendwie krank war und nicht schlafen konnte oder so, dann bin ich auch mal rüber zu ihr und habe mich da angekuschelt, ja. Mhm. Aber insofern war es eben doch ein ganz normales Verhältnis eigentlich, nur eben, es hat mir immer dieser männliche Pol gefehlt. Eben der Vater und der Bruder, die waren immer das Wichtigste gewesen und die waren dann eben nicht mehr da. Kennen Sie dieses Buch? Das Buch kenne ich, ja. Haben Sie eine Lieblingsstelle? Das ist die Bibel. Das ist Haben Sie eine Lieblingsstelle? Also ich habe selbst die gleiche bei mir auf der Zelle. Und oder haben Sie etwas, wo Sie sagen, dass also das hat mir Trost gegeben danach? Oder? Den Psalm 23 habe ich ja nun bei meiner Konfirmation auch mit auf den Weg gekommen. Und dieser Psalm 23 ist für mich eigentlich der schönste Psalm überhaupt, denn er beschreibt das Leben, er beschreibt alle sämtlichen Lebenslagen und man kann ihn in jede Lebenslage hineininterpretieren. Ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Gott, gibt es natürlich noch ein paar Sätze, die da mehr sind. Aber das sind so die wichtigsten auch. Man wird immer im Hause des Herrn bleiben, man wird insofern nie allein sein. Und egal was kommt, ich führe dich durch das finstere Tal, dein Stecken und Stab trösten mich. Egal ob im Leben, im Tod, im Unglück oder Glück, immer ist er da. Und von daher, diesen Psalm habe ich ja auch gepredigt, als ich den Schädel von Bernd begraben habe. Und ihm das dann auch so auf den Weg mitgegeben. Denn ich weiß zwar nicht, inwieweit Bernd religiös war oder an Gott geglaubt hat oder nicht, aber ich denke, das hat jeder Mensch irgendwo und eben auch Bernd. Und ihm habe ich das eben auch zum Gefallen getan. Wenn man die Abschriften der Protokolle liest, auch die letzten Worte vom Herrn Brandes, das ist gar nicht heilig, wenn man es liest. Hatten Sie da in irgendeiner Form nur ansatzweise das Gefühl, dass es ein heiliger Akt ist, so wie der jetzt stirbt? Für mich war es ein heiliger Akt. Und das Sterben insgesamt gehört eben auch zum Leben dazu. Und wenn jemand ihm selbst sterben will, muss man ihm auch diese Möglichkeit geben, diese durchführen zu lassen oder durchzuführen. Und auch in der Bibel gibt es etliche Beispiele, wo, denn alleine Jesus Christus ist ja schon praktisch für uns gestorben. Das heißt, da ist auch irgendwo, wenn auch nicht der direkte Zusammenhang zum Kannibalismus, aber dieses Füreinander-Dasein, für uns ist er gestorben oder beim Abendmahl, das ist dein Leib, das ist dein Blut, was genommen wird.
Und da wird praktisch durch dieses Abendmahl, durch den Wein und durch das Brot, wird ja praktisch der Glaube erneuert und verstärkt. Und genau das hatte ich ja eigentlich insofern anderer Form mir von Herrn Brandes erhofftet. Kann es sein, dass Sie die Bibel falsch verstanden haben? In dem Falle habe ich sie falsch verstanden, habe sie falsch interpretiert. Das Zitat, das Sie jetzt ansprechen, es ist mein Fleisch, das für euch und für alle hingegeben wird zur Vergebung der Sünden. Das ist natürlich eine falsche Interpretation. Nur damals habe ich sie als richtig empfunden. Also Sie haben das wörtlich genommen? Ja. Und von daher nicht wörtlich in dem Sinne, sondern das Ganze ist ja auch nur symbolisch gemeint bei dem Abendmahl selbst, sondern ich habe praktisch dadurch die Erinnerung an Bernd Brandes verstärken wollen mit jedem Bissen. So wie man in der Kirche praktisch den Glauben dadurch erneuert oder verstärkt, so habe ich in dem Moment praktisch Bernd Brandes einen Teil von mir werden lassen wollen. Und das war der Grund und der Hauptantrieb eigentlich auch. Mit jedem bisschen Fleisch, mit jedem Bissen wird er mehr von mir. Glauben Sie, dass diese Tat oder das, was Sie getan haben, etwas Göttliches hat oder eher was Diabolisches? Eher etwas Göttliches. Denn sicher, wenn es einen Himmel geben muss, so wie wir uns praktisch uns vorstellen, muss es auch irgendwo was Böses und Hölle geben. Aber ich glaube immer an das Gute im Menschen. Und ich glaube eben auch, dass Dinge, die böse oder schlecht sind, auch von Gott zum Teil gewollt sind. Denn man braucht ja jetzt nur einen Irakkrieg nehmen, wo beide Seiten im Namen Gottes kämpfen. Und von daher. Das sind ja weltliche Anschauungen. Ich glaube nicht, dass Gott das will, dass wir uns abschlachten. Eben, das glaube ich nicht. Das glaube ich insofern auch nicht. Aber er lässt es zumindest zu. Ja, aber das ist ja eher eine Entschuldigung. Wenn es eben so ist, dass Gott alles lenkt und steuert, dann hat er es auch in meinem Falle zugelassen, dass die Wünsche von Bernd und mir sich auf diese fatale Weise haben vereinigen können. Dass unser beider Wünsche entsprechend Wirklichkeit werden können. Wie war dieses erste Treffen, als Sie ihn am Bahnhof abgeholt haben? Welche Tageszeit war das und welcher Eindruck war der erste, den Sie gehabt hatten? Gut, wir hatten ja entsprechende Bilder miteinander vorher ausgetauscht, sodass wir uns also auch erkennen konnten. Und wir hatten auch im Internet genau abgesprochen, falls wir uns auf dem Bahnhof irgendwie verlieren sollten, wo wir uns dann treffen. Der Zug kam vormittags an, um 10.14 Uhr, glaube ich. Und ich stand dann auch schon unten am Bahnsteig und er stieg also aus der Tür aus, hatte einen Basecap an, ein dunkles Hemd, ein Blouson und eine Blue Jeans und eine Plastiktüte in der Hand. Und sagst du, da bin ich. Na gut, dann waren natürlich, weil die ganzen Leute dann auf dem Bahnsteig, da sind wir dann erstmal ein bisschen abseits gegangen, Richtung Auto und im Wagen dann eingestiegen und nachdem wir dann aus der Stadt rausgefahren sind, fing er dann gleich an mir rumzufummeln und das habe ich natürlich dann erstmal unterbunden, weil während der Fahrt wollte ich mich dann doch ein bisschen mehr auf das Autofahren konzentrieren. Was hat er gemacht? Er wollte mir die Hose öffnen und Zärtlichkeiten austauschen und so weiter. Und das habe ich ihm dann erstmal sein gelassen und gesagt, na, warten wir, bis wir dann bei mir zu Hause sind. Also der war etwas notgeil, wenn ich das richtig... Ja. Also für ihn war es ja auch, denke ich mir, und der Gutachter ist ja wohl auch der Meinung, hauptsächlich ein sexuelles Motiv. Und die Fahrt dauert ungefähr eine Stunde von Bahnhof bis zu mir nach Hause. Zu Hause bei mir angekommen, hat er sich dann gleich ins Wohnzimmer begeben, sich splitternackt ausgezogen. Und dann dazu gesagt, damit ich also sein Essen oder mein Essen bewundern kann. Und das war mir in dem Moment relativ unangenehm, weil es war ja noch Frühjahr, die Bäume waren noch relativ kahl und man konnte also auch von der Straße dann ins Haus reinschauen und das war nun nicht gerade sehr angenehm. Er hatte sich ja mir als 36-Jähriger vorgestellt, tatsächlich war er ja 43 und gut, in dem Alter ist es nicht unbedingt so, dass man da das Alter groß auseinanderhalten kann.
Und er sah toll aus, also hat eine gute sportliche Figur, von daher war er schon so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also er war ein sehr netter und sympathischer Mensch. Wie groß war er? War er muskulös? War muskulös nicht, also er war normal gebaut, wenn auch sportlich, aber eben auch nicht so, dass er übertrieben sportlich wirkte. Er war 1,72, glaube ich, also etwas kleiner als ich es bin. Ja, dann haben wir erstmal Kaffee getrunken. Und er hatte dann also auch gedrängt, jetzt zeig mir schon den Raum und so weiter. Und dann sind wir halt hochgegangen, haben uns den Raum angeguckt und naja, hat ihm so auch entsprechend zugesagt. Und dann wollte er entsprechend auch unbedingt Sex haben. Und seine Vorstellung war es ja, dass ihm also das Fleisch lebend von den Knochen gerissen wird. Das heißt, sie sollte ihn beißen an allen Stellen. Und vorher hatte ich ihm auch entsprechend auf seinen Wunsch hin Fotos von meinen Zähnen geschickt. Hatten Sie auch Sex vorher? Ja, auf seinen Wunsch hin entsprechend auch miteinander Sex. Allerdings war der wohl auch nicht so seinen Vorstellungen entsprechend. So dass er dann eigentlich sagte, ah ja, du bist zu lasch, du kannst das nicht, du kannst mir nicht das, die Schmerzen zufügen, wie ich sie haben möchte. Ne? Weil, wie gesagt, er hatte die Vorstellung, dass ihm also das Fleisch lebend von den Knochen gerissen wird. Und obwohl ich nun auch fest zugebissen hatte und entsprechende Bissspuren zu sehen waren, ist aber keinerlei Blut geflossen. Ich sagte, nee, das kannst du nicht. Es war einfach sein Wunsch. Und zwar so, wie er mir das dargebracht hat, auch so intensiv, dass es für ihn praktisch nur diesen Weg gab. Er hatte ja gesagt, also er will seinen ultimativen Höhepunkt erleben. Und für ihn war eben diese Vorstellung, wenn er praktisch bei lebendigem Leib verspeist wird, dieses ultimative Glücksgefühl. Der Wunsch, den er hatte, war, wie Sie sagen, sexuell. Mhm. Er hat davon geträumt, den ultimativen Höhepunkt zu erreichen. Ja. Sie haben einen jüngeren Bruder gesucht. Haben Sie nicht gedacht, das ist der falsche Kandidat? In dem Moment nicht, nein. Ich meine, für ihn war es zwar eben eine sexuelle Sache, aber er wollte eben auch diese Verbindung eingehen. Er hatte ja vorher auch geschrieben, werde ja sowieso ein Teil von dir werden, zumindest als Nährstoff in deinen Zellen. Und diese Verbindung wollte ich mit ihm eingehen. Darum wollte ich ihn ja eigentlich auch näher kennenlernen. Nur er hat gedrängt ohne Ende. Was ist weiter passiert? Gut, dann hatten wir dann erstmal da aufgehört, eine Zigarette geraucht und dann sagte er, ja, ey, das kannst du nicht und das geht nicht. Und ich weiß nicht, wer jetzt von uns beiden auf die Idee gekommen ist, er oder ich. Ja, wenn ich jetzt müde werde oder so, dann kannst du es mit dem Messer machen. Und naja, dann hatte ich irgendwo im Haus noch eine Flasche entsprechenden Erkältungssaft. Und dann, wie gesagt, hat er also diesen Hustensaft getrunken. Und dann sind wir wieder runtergegangen, hat sich angezogen, Tasse Kaffee getrunken und dann eben gewartet, dass er müde wird. Und so nach etwa einer Stunde wurde er also immer noch nicht müde und sagte, ach nee, das wird mit uns nichts, fahr mich wieder zurück zum Bahnhof. Und dabei dann noch gesagt, naja, also wenn ich unterwegs müde werde, drehst du sofort um. Und ich habe dann noch scherzhaft gesagt, naja, also auf der Autobahn nehme ich lieber die nächste Abfahrt. Ne? Naja, dann sind wir dann zurückgefahren und während der Fahrt haben wir uns eigentlich auch relativ wenig und kaum unterhalten, weil er wollte ja einschlafen. Und dann kurz vor Kassel haben wir dann entsprechend auch wieder angefangen zu sprechen und dann eben auch, naja, dass mir das mein Leben lang gewünscht habe und dass mir jemand eben erhofft hatte, dass er eben bei mir bleibt und so. Und ja, das war eigentlich auch schon so ziemlich alles. Und dann musste ich mich auch wieder auf den Verkehr konzentrieren und war von der Autobahn runtergefahren. Ja, und dann hier in Kassel am Bahnhof erstmal nach dem Zug geguckt, wann der fuhr. Dann Fahrkarte gekauft, weil er war ja extra ohne Rückfahrkarte zurückgekommen. Oder zu mir gekommen und dann, nachdem er die Fahrkarte gekauft hatte, hatten wir noch ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit, bis der Zug abgefahren wäre.
ist er auf die Toilette gegangen und kam dann nach einigen Minuten wieder zurück und sagte dann, also wenn ich jetzt zurückfahre, komme ich in einen Erklärungsnotstand. Und wenn ich jetzt noch mehr von dem Hustensaft nehme und noch Schlaftabletten dazu nehme, dann werde ich mit Sicherheit müde und dann kannst du es machen. Dann hat er gesagt, okay, dann geht zur Apotheke, hol das. Und dann habe ich ihm den Autoschlüssel in die Hand gedrückt. Er ist zum Auto gegangen, ich in die Apotheke und habe dort den entsprechenden Saft und Schlaftabletten gekauft. Und die Apothekerin hat dann entsprechend nochmal gesagt, dass man die Dinge ja nicht zusammennehmen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, meine Freundin ist erkältet und ich muss arbeiten, deswegen muss ich schlafen. Und er saß also dann schon im Wagen und hat dann 10 Schlaftabletten gegessen und dann dazu diesen Vic Midi-Night-Saft auf Ex getrunken. Ja, und dann sind wir halt wieder zurück nach Hause. Na gut, wir waren dann so etwa 15.30 Uhr, 16 Uhr ungefähr, wieder bei mir zu Hause und sind dann auch gleich hoch in den Raum. Er hat sich dann auch gleich wieder dort ausgezogen und ins Bett gelegt, um einschlafen zu können. Und ich hatte mich dann daneben gelegt, allerdings war ich in dem Moment auch angezogen. Und gut, dann hatte er an diesen Rußanhaftungen, die man ja hier auch sieht, entsprechende Tiere, Blumen und Ähnliches erkannt. Also im Prinzip war es so, also ein Feeling, wie man es hat, wenn man irgendwo am Strand liegt und Wolkenformationen interpretiert oder auf einer Blumenwiese, so in dem Art, Stil. Und, oder er war stoned oder unter dem Einfluss dieser Medikamente, richtig? Ach, eigentlich nicht. Also er war putzmunter. Er war hellwach. Also er war eigentlich eher euphorisch, kann man sagen. Er war also weder müde geworden, noch war irgendwie jetzt, dass man schläfrig oder benommen gewirkt hätte. Ne? Und er hatte dann auch weiterhin versucht einzuschlafen. Und dann so gegen 17:45 oder 18.30 Uhr ungefähr, hat er dann, ich werde überhaupt nicht müde, ich halte es jetzt nicht mehr aus, jetzt schneid mir ab. Und dann entsprechend die Kamera, das hatten wir vorher auch schon abgesprochen, dass also die Kamera eingeschaltet wird, weil er selbst nochmal sehen wollte, wie halt das mit der Abtrennung funktioniert. Welche Abtrennung? Wie? Welche Abtrennung? Vom Penis? Vom Penis, ja. Und gut, ich bin dann, weil die Sachen hatte ich alle in dem Nebenraum abgestellt, Kamera, oder ich stand glaube ich schon drin im Raum, entsprechend ein Messer geholt und alles und dann die Kamera eingeschaltet hin auf seinen Wunsch und dann versucht, ihm das Geschlechtsteil abzutrennen. Was aber dann trotzdem, es ein funkelnagelneues Messer war, also nicht funktioniert hatte. Und Lag er dabei oder wie? Oder stand der? Und Sie haben er stand am Tisch. Ich hatte ihn vorher noch gefragt, ob er gefesselt werden möchte oder irgendetwas. Und er sagte, nein, ich möchte mich frei fühlen und aus freien Stücken das machen. Und hatte vorher noch entsprechend am Glied manipuliert und legte das dann hin. Und dann wollte ich das dann abschneiden. Und da hat er dann aber relativ schnell auch zurückgezogen und waren eigentlich nur ein paar Kratzer gewesen. Und wie groß war das Messer? Was war das für ein Messer? Wie groß war das? Das war ein normales Fleischer Küchenmesser. Das heißt, Sie haben das Glied also etwas manipuliert, heißt etwas größer gemacht, damit es nicht zu klein ist, hingelegt auf ein Messer, ja. Versucht, das durchzuschneiden. Richtig. Und das hatte also, wie gesagt, nicht funktioniert, weil er hatte zurückgezogen und ich auch nicht richtig geschnitten. Wie war denn das für Sie? Na gut, das war mir sehr mehr als unangenehm, weil ich wollte ihm ja eigentlich keine Schmerzen zufügen. Aber er wollte nun unbedingt die Schmerzen und auf eben sein Drängen hin habe ich ihm die auch dann zugefügt, ja. Aber ansonsten, ohne dieses Drängen von ihm, jetzt mach es und jetzt nimm das Messer und hätte ich das nicht machen können. Ja, er hat dann gesagt, naja, so wie du dann rumgesäbelt hast, das Messer ist da nicht scharf und
Er sagt, das ist scharf, das ist funkelnagelneu und so. Ja, dann holen wir ein anderes Messer und dann bringen wir einen Stahl mit, damit man schärfen kann und so. Also er hat mich dirigiert und geleitet. Und da habe ich dann ein anderes Messer geholt von unten, wo jetzt aus der Küche oder wo auch immer, weiß ich jetzt nicht mehr. Was eben auch eben neu war. Und dann eben den zweiten Versuch gestartet. Wie war das? Na gut, es war eben auch, also für mich war es unangenehm und auch ekelhaft. Aber ja, für ihn vor allem, oder? Hm? Für ihn vor allem. Für ihn war es schön. Schön? Sie haben es durchgeschnitten in einem? Für ihn war es das absolut Beste, was er sich vorgestellt hat. Wie lange hat es gedauert, dass Sie ihm sein Glied abgeschnitten haben? Gut, das ging relativ schnell dann beim zweiten Mal. Dann einmal entsprechend geschnitten, noch ein paar Mal nachgeschnitten und das waren ein paar Sekunden nur. Und er hat dann auch fürchterlich geschrien, aber nur relativ kurz. Es waren vielleicht 20, 30 Sekunden nur, au, 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 und jetzt wird mir schwarz vor Augen, ich muss mich erstmal hinsetzen und dann ein paar Sekunden später, oh, komisch, tut mir gar nicht mehr weh. Und da war er auch selbst erstaunt, weil er hatte eben sich auch mehr Schmerzen davon erhofft. Als Sie so geschrien haben, haben Sie nicht Angst gehabt, da kommen jetzt wieder die Nachbarn oder das hört jemand? Das hätte keiner gehört. Das da war, war das Zimmer so weit weg, dass es niemand hört? Ja. Also ich hatte, der Raum war auch entsprechend abgedichtet. Ich hatte mal ein Radio auf volle Lautstärke gestellt und das hat man auf der Straße nicht mehr gehört. Er hat also dann geschrien, musste sich dann hinsetzen und dann habe ich ihm die Wunde erstmal notdürftig verbunden. Und dann sagt er dann, weil er dann unbedingt davon essen wollte, er wollte das selbst ja roh verzehren, gesagt, ja, halbier das Teil. Und dann habe ich dann das mit dem Messer dann entsprechend halbiert. Und er hat daneben gestanden, hat also zugeschaut und dann seine Hälfte dann genommen und die dann auch angeschaut und gesagt, das sieht genauso aus wie in diesen medizinischen Büchern. Und war fasziniert davon und wollte das dann auch verzehren. Und das hat dann nicht so funktioniert, weil es einfach zu zäh war. Und er war natürlich dann ein bisschen traurig drüber, weil er hatte sich das wohl auch ganz anders vorgestellt. Er hat sich gedacht, er isst jetzt einen Teil von seinem Penis roh. Ja, das war sein Wunsch. Und gut, ich habe ihm dann gesagt, naja, also wenn, dann wird wahrscheinlich gebraten besser sein. Und dann habe dann beide Teile dann genommen und bin runter in die Küche, um diese zuzubereiten. Und wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie das gemacht? Sie gut, ich habe blanchiert. Brettchen runtergegangen oder in der Hand gehalten oder wie? Ja, die lagen ja auf diesem Brettchen drauf. Auf dem Brettchen, Küchenbrettchen runter in die Küche? Ja. Zum Herd gegangen. Was haben Sie eine Pfanne gehabt, eine Bratpfanne? Oder na gut, ich habe es also erstmal blanchiert, also erstmal gewaschen und so weiter, blanchiert, bis das Wasser kochte, das dauerte auch ein paar Minuten und dann entsprechend gewürzt mit Salz, Pfeffer, Knoblauch, Pulver und dann eben in der Pfanne kurz angebraten. Und dadurch, dass es zu frisch war, ist es dann sehr schnell zusammengeschrumpft und war also nicht mehr essbar, war also knochenhart. Und ich habe es dann noch auf dem Teller entsprechend dekoriert und ihn dann hochgebracht. Und ich hatte mich ja auch da mit der Zubereitung entsprechend beeilt, weil ich ja dachte, aufgrund dieses doch der massiven Wunde wird er relativ schnell ohnmächtig. Und ja, er war aber eben nicht ohnmächtig und versuchte dann das nochmal zu essen und war dann eben noch mehr enttäuscht darüber, dass es in dem Zustand auch nicht essbar war. Er hatte sich ja dann erstmal wieder in das Bett hingelegt, wollte ja dann einschlafen und hat dann entsprechend gesagt, er möchte gerne Musik hören. Das Radio wurde eingeschaltet und ich habe dann so etwa alle Viertelstunde, halbe Stunde nach ihm gesehen, ob er denn eben eingeschlafen wäre. Denn er hatte mir dann auch unmissverständlich klar gemacht, sobald ich bewusstlos werde, stichst du mich ab. Und dann eben kam ich dann wieder hoch. Er sagte mir, es ist ihm kalt, ob ich ihn in mein Bad einlassen könne. Und dann bin ich runter, habe also das Badewasser eingelassen und
dann ist er halt dann selbstständig heruntergegangen in das Bad, hat sich dann da in die Badewanne gesetzt. Ich habe ihm die Armaturen nochmal erklärt und gesagt, dass der Boiler ungefähr 20 Minuten braucht, bis das Wasser wieder heiß ist. Und wir haben dann halt noch einige Worte miteinander gewechselt und er ist dann in die Wanne rein. Den Verband, den wir ihm vorher angelegt hatten, hatte er abgezogen dann. Und im Wasser freute er sich dann darüber, wie das Blut also aus dieser offenen Wunde herausspritzte, ähnlich wie beim Springbrunnen. Und nach etwa 2,5 Stunden hörte ich dann, wie er nach mir rief. Und er war ja auch vorher jedes Mal immer sehr, ja, eigentlich unverständlich, aber er war glücklich da, wie er in seinem eigenen Blute saß. Ne? Und hatte ja zwischendurch immer Heißwasser nachlaufen lassen und da rief er mich dann und ich bin dann hin. Und in dem Moment war er aber schon selber oder wollte er selber aus der Wanne aussteigen und war dann vor der Wanne bewusstlos zusammengebrochen. Und ich habe ihn dann auch wieder wach bekommen und ihn hochgehoben und dann ist er aber wieder bewusstlos geworden. Und habe ihn dann aufgenommen und wollte ihn dann nach oben tragen. Auf der Treppe ist er dann wieder wach geworden. Und oben am Ende der Treppe wollte er dann auch selbstständig wieder laufen. Und weil er fühlte sich fit und munter und sagte, ja, auch wenn ich jetzt wieder laufe, dann kommt der Kreislauf wieder besser in Gang, dann fließt das Blut auch besser ab und so, dann werde ich schneller bewusstlos und dann kannst du es endlich machen. Und dann, obwohl er noch so fit fühlte, sagt er, ja, also wenn ich bis morgen früh durchhalte, dann essen wir meine Eier zum Frühstück. Und macht mir dann auch nochmal ganz deutlich, dass ich also gar nicht auf die Idee kommen soll, einen Notarzt zu rufen. Denn das war auch eine seiner größten Ängste, dass wenn ein Notarzt gerufen würde, dass er dann in die Psychiatrie eingewiesen werden würde. Und ja, dann habe ich ihn also wieder ins Bett gelegt und weil er dann eben von der vom Wasser durchweichten Haut fror, noch eine zweite Decke gebracht und dann eben auch wieder wie zuvor alle Viertelstunde, halbe Stunde nach ihm gesehen habe, ob er denn eben bewusstlos eingeschlafen oder eben vielleicht auch schon verstorben war. Und dann so gegen 2:30 in der Nacht hörte ich dann oben ein Poltern und lag dann zusammengebrochen vor dem Bett. Und ich habe ihn dann auch wieder wach bekommen, wieder in das Bett gepackt. Und die letzten Worte, die er sagte, eben, ich muss pinkeln. Und ich dann eben, nein, bleib liegen, es ist doch alles voller Blut, da ist es doch egal, pinkel doch in das Bett, kommt doch jetzt nicht mehr darauf an. Wenn du aufstehst, dann bist du tot. Ne? Und nein, ich muss pinkeln und ist dann aufgestanden und dann eben zusammengebrochen. Dann habe ich ihn dann entsprechend auf diesen Tisch, den ich dort als Schlachtbank vorbereitet hatte, draufgelegt und habe ihn dann lose fixiert, denn falls er eben doch wieder wach wird, dass er dann nicht irgendwie von dem Tisch runterfällt und sich dabei verletzt, und das wollte ich nun irgendwo auch nicht. Und habe dann entsprechend alle Dinge, die ich gebraucht habe, wieder reingeholt. Das war also einmal die Videokamera, dann die entsprechenden Messer, Seile und Stricke. Dann war ich in dem Moment auch davon ausgegangen, dass er in dieser knappen halben Dreiviertelstunde, die er nun da im Koma lag, auch verstorben war. Und ja, habe dann entsprechend nach langem Zögern und Beten und auf den Mund habe ich ihn auch noch geküsst. Und auch das Messer, man sieht es auch auf dem Video, das Messer in die Hand genommen, das Messer wieder hingelegt und ihn dann nochmal geküsst und dann das Messer wieder in die Hand genommen, dann das Messer wieder zur Seite gelegt und
dann entsprechend gebetet und dann, ich wusste in dem Moment selbst auch nicht, was ich machen soll. Und hatte mir dann auch überlegt, soll ich jetzt einen Teufel anbeten oder einen Gott oder wen auch immer. Und habe dann entsprechend Gott um Vergebung gebeten und habe das Ganze dann, oder praktisch dann den Mut gefasst, das Messer dann wieder in die Hand zu nehmen und habe dann eben mit mehrfachem Zögern auch zugestochen. Und ich war in dem Moment wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass er bereits verstorben war, ansonsten hätte ich es wahrscheinlich niemals machen können. Denn gerade dieser Stich, der ist mir also unendlich schwer gefallen. Ich habe ihn in den Hals gestochen, praktisch hier rein, sodass die Messerspitze auf der anderen Seite wieder herausguckte. Und es war auch relativ wenig Blut noch in seinem Körper und auch die Wunde war relativ, die Blutmenge, die dort hinauskam, war relativ klein. Und dann wollte ich ihn entsprechend der Anleitungen, wie ich sie ja auch im Internet gefunden hatte, entsprechend dann weiter verarbeiten. Und das hat dann auch nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir das vorgestellt hatte. Und vor allem, es war alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Die Vorstellung war eigentlich, dass alles eben sehr schön, vielleicht auch romantisch und so weiter gewesen wäre, und es war eigentlich nur schrecklich und grausig. In dem Moment war vor allem auch dieses Gefühl dabei. Es war ein Gefühl, was man eigentlich nicht mit Worten beschreiben kann. Es war Hass, Wut, Glück, war alles gleichzeitig. Und das war auf der einen Seite ein Hass auf ihn, dass er gekommen ist, mir das antut. Dann ein Hass auf mich selber, dass ich es bin, der da steht mit dem Messer. Und Wut darüber, dass ich es machen will und dass er eben mir das antut. Und gleichzeitig glücklich, dass es alles so war. Sie waren dann, nachdem er gestorben war, mit diesem Körper in der Schlachtkammer. Was ist dann passiert? Gut, dann habe ich ihn entsprechend in der Schlachtkammer, nachdem er nun tot war, und eben wollte ich dann den Kopf abtrennen, habe ihn dann an der Decke entsprechend aufgehangen. Und dann entsprechend dieser Anleitung gemäß ausgeweidet, halbiert. Dann habe ich die beiden Körperhälften erstmal abgebrüht und gewaschen. Dazu jeweils dann runtergetragen in die Badewanne. Und dann entsprechend wieder aufgehangen und dann war ich, weil ich nun auch nervlich dann in dem Moment einfach fix und fertig war. Wir hatten vorher schon 2 Tage und Nächte miteinander gechattet und gemailt und alleine diese gesamte Anspannung, die da war, ich bin einfach mehr oder weniger tot ins Bett gefallen und war erstmal alles zu Ende dann. Herr Maywes, Sie haben die Teile von Bernd getätschelt und haben also in einer eigenartigen Stimme gesagt, dass er doch mehr Fett oben gehabt hat und so. Wie können Sie sich das erklären? Na gut, ich habe im Prinzip so mit ihm ja dann noch so eine Art Zwiegespräch geführt. Und gut, es war eben, gut, was habe ich eben für Worte gebraucht? Wo ich ihn hochgezogen habe und dann der Körper runterfiel. Und dann habe ich auch gesagt, naja, tief fallen kannst du nicht mehr, du bist schon tot und du hast gut und verschiedene andere Dinge. Und also ich verstehe für mich war Wortwitz ja in der Situation, das kann ich ja nur nachvollziehen. Aber den Sarkasmus, den Sie da versprüht haben. Sarkasmus eigentlich, ja. Naja, also schon. Haben Sie jemals während der Zeit, wo er noch gelebt hat, ihn mit großen Namen bedacht? Ja. Na gut, er nannte sich ja selbst Kator und den Kosenamen, den wirklichen Namen Bernd, den hat er mir ja erst, nachdem er aus der Badewanne gekommen ist, gesagt. Vorher wusste ich ihn ja gar nicht. Und ansonsten war das so das Hauptgespräch, was wir beide so geführt hatten, auch im Internet. Ja.
Es hat zeitweise oder phasenweise hatte das Gefühl gehabt, dass sie sich sogar innerlich über ein paar Dinge geärgert haben, gerade die Situation seiner Fettleibigkeit oder dass er zu viel Fett umgebaut wurde. Im Prinzip, er war ja so fett gar nicht letztendlich, aber da war ich natürlich erstaunt, wie viel Fett eben doch an einem menschlichen Körper ist und da hatte ich selbst nicht mit gerechnet, dass das so viel war. Was haben Sie denn genau von ihm jetzt in den Kühlschrank gebracht und was haben Sie mehr oder minder weggegeben oder entsorgt? Es hat ja Teile gegeben, die haben Sie, glaube ich, vergraben. Ich hatte einen Arm komplett gelassen, Hände, Füße waren abgetrennt. Wo waren die abgetrennt? Ja. Hände da abgetrennt und die Füße? Unten. Am Knöchel, ja. Okay. Und ansonsten hatte ich ein Stück von der Brust hatte ich komplett gelassen und einen Arm, wie gesagt, ansonsten entsprechend abgehäutet und nur das reine Fleisch. Wie viel war das ungefähr? Etwa 30 Kilo, denke ich mal. Gewogen genau habe ich es nicht. Aber es war ungefähr 30 Kilo und davon 20 Kilo habe ich ungefähr verspeist. Und die waren hier, zwei Tiefkühlschränke haben Sie gehabt, oder? Nein, in einer Gefriertruhe. Einer Gefriertruhe ist sich das ausgegangen. Haben Sie das einzeln verpackt, beschriftet oder? Ja, ich habe entsprechend portionsgerecht verpackt und dann in einen Frischhaltebeutel und dann eben draufgeschrieben, Kator. Ich weiß nicht, Datum, ob ich das auch noch draufgeschrieben habe. Und was es eben ist, also Schnitzel, Gulasch oder irgendwas. Mhm. Aber Sie haben da Tarnnamen verwendet? Ja gut, ich habe den Nicknamen von ihm verwendet, ja. Aber jetzt nicht, haben Sie aufgeschrieben, nicht Brust oder Gesäß oder so, sondern Schnitzel, Gulasch? Nee, da habe ich für Gesäß dann Schinken, ja. Mhm. Zu welchem Zweck? Warum? Ja, weil es eben ein Stück vom Schinken ist. Naja, schon, Mensch, aber haben Sie auch... Das Äquivalent vom Schwein wäre das Schinken. Ja. Okay. War auch die Überlegung dabei, dass Sie... im Falle, dass jemand kommen würde und da hineinschaut? Eine pragmatische Überlegung? Gut, ich habe es natürlich ziemlich weit nach unten gelegt, aber von daher sah äußerlich wie normales Fleisch aus. Also von daher hätte da keiner irgendwas vermutet. Ja. Herr Maywes, es ist mir noch ein Detail eingefallen aus dem Video, was Sie mitlaufen haben lassen. Bei der eigentlichen Zerteilung von Bernd Brandes haben Sie an einer gewissen Stelle den Kopf von ihm abgetrennt und in einer fast symbolischen Art und Weise auf dem Tisch so platziert, dass er sich selbst ansehen kann. Ja. Welchen Zweck hatte diese Handlung? Gut, für mich war er ja... Insofern immer noch irgendwie im Raum. Für mich war er ja nicht tot irgendwo. In meinen Gedanken ist er ja auch immer noch irgendwo da, wenn ich auch nicht mit ihm rede oder so. Aber in dem Moment auch, klar, sollte er praktisch so symbolisch sehen, was mit ihm passiert. Weil das ja auch sein Wunsch war. Und für mich war er zumindest geistig noch im Raum anwesend. Von daher hatte ich diesen Kopf so platziert, ja. Und Hände, Beine und Kopf haben Sie ja nicht verspeist. Sie sind ja auch nicht eingefroren worden, oder? Den Kopf nicht, nein. Und die Hände und die Beine und die Füße auch nicht. Was haben Sie mit denen getan? Ich hatte die eine Zeit lang zunächst noch in der Gefriertruhe liegen gehabt. Und als ich dann eben Besuch angekündigt hatte, musste ich die Teile natürlich dann da rausnehmen. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, den Kopf auf dem Friedhof zu beerdigen. Und habe es dann bei mir aber auf dem Grundstück gemacht und habe also den Kopf und die Gebeine und dann Hände, Füße und so dann im feierlichen Rahmen auch beerdigt. Wie darf ich mir das vorstellen, feierlicher Rahmen? Ich habe entsprechend eine Grube ausgehoben, wo ich dann Kopf, Hände und Füße platziert habe. Habe dann den Psalm 23 gebetet und das Vaterunser gesprochen und dann das Grab entsprechend zugemacht. Und ein Kreuz hingebaut und oder? Nein, das wäre insofern auch zu auffällig gewesen. Mhm. Von daher habe ich zwar eine Blume da drauf gesetzt, aber ansonsten nichts, nein. Mhm. Und die anderen Knochen, die hatte ich dann unweit von dieser Stelle auch vergraben, aber die dann eben ohne Zeremonie. An unterschiedlichen Stellen? Mhm. Das erste Mal, wo ich dann von ihm gegessen habe,
Das war ein Stück aus dem Rücken, was ich mir extra vorher zurechtgelegt hatte. Vorher die anderen Teile habe ich entsprechend in portionsgerechte Stücke zerteilt und dann eingefroren in der Gefriertruhe. Und das Essen, das hatte ich natürlich dann entsprechend auch festlich vorbereitet, habe also den Tisch entsprechend mit zwei schönen Kerzenständern dekoriert. Dann entsprechend schönes, gutes Geschirr genommen und dann dieses Rumpsteak insofern oder Rückensteak gebraten. Dazu dann sogenannte Prinzesskartoffeln gemacht und entsprechenden Rosenkohlgemüse. Und dann eben, nachdem das Essen dann zubereitet war, auch entsprechend gegessen. Wie war der erste Bissen, den Sie gegessen haben? Wie hat das geschmeckt? Wie war das? Gut, das war, der erste Bissen war natürlich erstmal zunächst ein sehr komisches und undefinierbares Gefühl, weil ich hatte mir das ja nun auch über 40 Jahre lang oder 30 Jahre lang praktisch herbeigesehnt und gewünscht. Und war also nun auch der Meinung, dass diese innere Verbindung dann jetzt durch dieses Fleisch perfekt wird. Und das Fleisch schmeckt ähnlich wie Schweinefleisch, etwas herber, kräftiger. Aber ansonsten, wenn jemand anders davon gegessen hätte, hätte keinen Unterschied gemerkt. Also es schmeckt recht gut. Waren Sie der Einzige, der davon gegessen hätte? Denn ich war der Einzige, weil ich wollte auch nicht, dass jemand anders davon isst. Zum einen bewusst oder unbewusst, dass es entsprechend sich um menschliches Fleisch handelt. Und zum anderen wollte ich ja eben praktisch dadurch den Körper von Garnt in mich selbst aufnehmen. Wie viele Männer kamen da noch? Gut, also insgesamt habe ich mich jetzt, kam dann, ich glaube, mit 4 Leuten hatte ich mich insgesamt getroffen, ja. Was waren das für Männer? Waren die jetzt aus dem Arbeitermilieu, waren das gebildete Menschen? Was waren die für Berufe? Praktisch aus allen Berufskreisen und aus allen Schichten. Der eine war Koch in einem Hotel, dann der andere war, als ich ihn kennengelernt habe, Hotelmanager oder Manager in einem Hotel, in welcher Sparte er da genau jetzt war, weiß ich nicht, in Dubai oder in Saudi-Arabien. Hinterher oder jetzt zuletzt lebt er wohl in London, in einer Bank, also auch entsprechend. Dann der eine war ein Student und auch die anderen Leute, ein Zahnarzt war dabei, also aus allen Schichten und allen Kreisen. Sie haben Schlachtvorbereitungen dokumentiert. Ja. Also hat es mehrere Treffen mit dem ersten gegeben, die immer so abgelaufen sind, wo Sie das wiederholt haben, den Vortrag. Ja, im Prinzip haben wir immer das Gleiche. Immer das Gleiche gespielt. Ja. Einmal bei ihm zu Hause, bei mir, wie gesagt, einmal und im Hotel einmal und er hat auch bei mir zweimal praktisch an den Füßen oder mit den Füßen an der Decke aufgehangen. Und Sie haben ihn dort an den Füßen aufgehängt? Mhm. Natürlich, den Kopf nach unten. Ganz normal. Also wie gesagt, wir hatten ja jetzt mit demjenigen zusammen dann auch Fotoaufnahmen gemacht, die Bilder dann entsprechend retuschiert und entsprechend gegenseitig dann zugemeldet. Wie haben Sie den hochgezogen? Mit einer Seilwinde? Ich hatte eine Seilwinde, ja. Der wiegt ja, so ein Mensch wiegt ja zwischen 70, 180, 90 Kilo. Na gut, mit der Seilwinde hoch und man, auch vom Gewicht her, das Hochziehen war natürlich schon ein bisschen anstrengend, aber ansonsten eigentlich. Haben Sie das auch noch mit jemand anders gemacht? Ja, und zwar hatte ich dann noch jemanden, den ich hier in Kassel sogar kennengelernt habe. Der hatte eine Anzeige ins Internet gestellt und wollte eine sogenannte Schlachtuntersuchung, eine Fleischbeschau, eigentlich von einer Frau haben. Und da aber anhand der Postleitzahl oder irgendwas klar war, dass er hier aus der Gegend kam, hatte ich mich dann eben bei ihm auch gemeldet und haben das dann auch so durchgeführt. Entsprechend genau wie mit dem
ersten auch. Und da dann, weil der hatte noch die Vorstellung, dass er mit Nadeln praktisch bespickt wird oder dass ihm Nadeln in die Haut gestochen werden, dann habe ich so Schildchen vorbereitet, die dann entsprechend genau auf die Körperteile gesteckt worden sind mit Nadeln und die Fleischteile dann praktisch bezeichnet. Ja. Das heißt, Sie haben Nadeln gehabt, die Sie ihm richtig ins Fleisch gestochen haben, wo drauf stand Kotelett oder was? Zum Beispiel, ja. Was stand auf diesen Nadeln mit den Aufschriften? Na gut, da stand drauf Bratenstück oder Oberarm, Brust. Also sie waren relativ einfach auch und kurz, damit man sie dann auch im Foto irgendwie erkennen kann. Und nicht zu viel steht, dann wäre die Schrift zu klein. Wie viele Nadeln haben Sie ihm reingesteckt? Wie viele waren das? Also 10, 15 mindestens, ja. Also genau weiß ich es jetzt nicht. Nee. War das für Sie eine Überwindung, eine Nadel jemand reinzustechen, das tut ja weh? Komischerweise hat er gar keine Schmerzen gespürt. Ne? Also in Überwindung, gute Nadel, jemand pieksen, geht noch. Also von daher war es keine große Überwindung dazu nötig. Aber er hat also überhaupt keine Schmerzen gespürt. Also er hatte mich verwundert. So Nähnadel mit einem kleinen Kopf dran? Oder? Ja, genau. Ganz normale Nadeln. Gut, die hatte ich vorher noch desinfiziert, damit er sich nicht irgendwie infiziert oder sonst irgendwas, Blutvergiftung holt. Ne? Und er war also zweimal da und auch entsprechend an der Decke gehangen, Hände auf den Rücken gefesselt. Und theoretisch hätte ich mit dem Mann alles machen können, das ist ja keine Frage gewesen. Haben Sie nicht gefürchtet, da kommt jetzt der Nachbar rein und ich habe da jemanden an der Decke hängen? Na gut, also das hätte ich schon gehört und vor allem den Raum hätte jemanden nicht so leicht gefunden. Also bis da oben hätte man da schon jemanden im Treppenhaus hochkommen hören, ja. Es hatte mich jemand angezeigt. Ich hatte auf einer, das war eine Google-Seite, dort gab es eine entsprechende Rubrik, eben auch Kannibalismus, wo Anzeigen drin standen. Dort hatte ich auch eine solche Anzeige geschaltet und ein Medizinstudent aus Innsbruck hatte mich angeschrieben und gefragt, welche Vorstellungen ich habe und. Ich habe ihm dann auch entsprechend zurückgeschrieben, wie ich mir das vorstelle. Und daraufhin hat er mir dann nochmal geschrieben, ja, was du machst, das ist falsch und du bist ein Mörder und so weiter. Und dann habe ich ihm nochmal geschrieben, ja gut, wahrscheinlich, dass sowieso keiner kommen wird, ist das Ganze nur rein Fantasie. Und daraufhin hat er mich wohl aber angezeigt. Wieso haben Sie ihm geschrieben, dass so mal sowas passiert ist? Wenn er Sie als Mörder bezeichnet. Nein. Ja, ich habe ihm geschrieben, wie ich mir das vorstelle. Also in den Schlachtvorgang geschrieben. Okay. Und, Sie haben nicht erwähnt, dass es mit Bernd Brandes... Okay. Nein. Das hatte ich eigentlich zwar teilweise andeutungsweise, aber insofern nie richtig wirklich gesagt. Sondern immer nur gesagt, naja, das könnte. Und das symbolisch. Ist, Fantasie mehr oder weniger ist. Und er hat sie angezeigt? Und er hat mich angezeigt, daraufhin hat dann die Polizei meine Adresse dann ermittelt und nach einem halben Jahr dann entsprechend standen die bei mir vor der Tür. Die Anzeige lautete dann Gewaltdarstellung im Internet. Mhm. Und dann war der Text einer Anzeige dort abgedruckt. Der Text lautete sinngemäß, junger Mann zum Schlachten gesucht, wie gesagt, natürlich auf entsprechend einschlägigen Kannibalenseiten. Bist du zwischen 18 und 30 Jahren alt und möchtest geschlachtet werden, dann bewerbe dich mit Angabe von Alter, Größe, Gewicht und möglichst mit Foto. So in dem Stil waren diese Anzeigen auch aufgebaut. Die haben dann das Haus durchsucht und haben dann zunächst auch nichts gefunden. Den Videofilm hatte ich dann schnell noch in ein Regal geworfen. Den Schreibtisch hatten sie ja entsprechend durchsucht. Auf CD hatten sie den Film auch gefunden. Die Fleischpakete hatten sie auch gefunden, aber es unterscheidet sich insofern nicht von normalem tierischem Fleisch. Und auch den Raum hatten sie dann gefunden und haben da nochmal geguckt und entsprechende Blutproben und alles genommen. Und ja, dann hatten sie mich dann mitgenommen nach Bad Hersfeld in die Polizeiwache und haben dann dort eine Vernehmung durchgeführt. Ich habe da in dem Moment natürlich auch nichts Näheres gesagt und
Zum Teil waren auch die Fragen so gestellt, dass ja, beispielsweise hatte die Polizistin gefragt, na, was würden Sie machen, wenn Ihnen jemand einen halben Menschen anbietet? Da habe ich nun auch geantwortet, ja, als Kannibale werde ich ihn wohl aufessen. Ne? Und anderen Fragen, die dann ein bisschen genauer gingen, konnte ich dann auch ausweichen und habe dann gesagt, müsste ich dann zunächst mit dem Anwalt mich besprechen. Und nach 3 Stunden hat die Polizei mich dann wieder nach Hause gefahren, hat zwar die Kühltruhe und mein Büro versiegelt. Und dann habe ich dann zunächst bei meiner Schwägerin angerufen und gesagt, ja, ich habe da Probleme mit der Polizei und so weiter, weil ich wollte meinen Bruder erreichen. Und die fragte dann so scherzhaft, und hast du eine Leiche im Keller? Hab ich gesagt, nee, in der Gefriertruhe. Das hatte sie allerdings dann zunächst auch als Scherz aufgefasst. Sie können ihr das nicht verübeln. Nee, das will ich ja auch nicht verübeln. Okay, also Scherz. Na gut, dann habe ich an der Arbeit angerufen und gesagt, also ich brauche Urlaub, vielleicht komme ich auch gar nicht mehr. Und mein Vorgesetzter konnte das dann auch irgendwie nicht verstehen. Und dann habe ich dann einen Verteidiger angerufen und dann so nach und nach dann gesagt, was, wie, wo. Und daraufhin hat er dann eben gesagt, ja, dann kommen Sie dann doch in die Kanzlei. Und haben dann die ganze Sache dann durchgesprochen und er hat dann die Polizei angerufen und ich bin dann bei meinem Anwalt im Büro verhaftet worden. Wie haben Sie sich damals gefühlt? Gut, vor der Verhandlung oder nach der, dem die ganze Sache ja rausgekommen war, da haben die Medien ja alles Mögliche berichtet und da hatte ich natürlich mehr oder weniger gelächelt, und, weil ich wusste, wie es richtig ist. Mhm. Und insofern bin ich auch der Meinung, dass dem Staatsanwalt das damals mit der Pressemitteilung, Presseveröffentlichung einfach aus dem Ruder gelaufen ist. Da hat er mit Sicherheit auch nicht mitgerechnet, dass das einen solchen Aufstand gibt. Und der Staatsanwalt hat es ja auch gleich in eine sexuelle Richtung gelenkt und geschoben, worauf die Medien natürlich unheimlich angesprungen sind. Und von daher hatte ich natürlich diese Reaktion in dem Maße niemals erwartet, dass das, wenn es rauskommt, dass es einen entsprechenden Wirbel gibt, ja, aber dass es gleich weltweit geht, da hatte ich nicht mit gerechnet, nein. Und wie haben Sie auf das erste Urteil reagiert? Gut, da war ich natürlich insofern auch von enttäuscht, weil es gibt Gesetze und ich bin eigentlich der Meinung gewesen, dass es einen Paragraphen gibt, der das auch behandelt, nämlich Tötung auf Verlangen. Denn er ist zu mir gekommen, er wollte sterben, das ist nachgewiesen in Chatprotokollen und im Video auch. Denn eine Tötung auf Wunsch des Opfers kann nach meiner Rechtsauffassung einfach kein Mord sein. Und von daher bin ich natürlich dagegen angegangen. Der Staatsanwalt, weil der ja lebenslängliche Haft haben wollte, ist natürlich auch dagegen angegangen. Und der BGH hat dann eben dem Staats- bzw. hinter dem Bundesanwalt Recht gegeben. Was wäre denn Ihrer Meinung nach eine angemessene Strafe? Gut, ein Mord kann es normal nicht sein nach dem Gesetz. Ist zwar das Gesetz praktisch angepasst worden, damit es einer sein könnte. Und ich werde auch dagegen weiter ankämpfen, solange ich lebe. Und eben der Wunsch von Bernd Brandes, der ist für mich maßgebend. Und er wollte sterben. Und eine Bundesrichterin kann nicht hergehen und sagen, der hätte das nicht entscheiden dürfen. Und das hat sie aber getan. Und das kann es nun mal nicht sein. Und ich werde um das Recht von Bernd Brandes kämpfen, nicht um mein Recht, ich bin mir egal in der Beziehung. Ob ich 10 Jahre hier drin bin oder 15 Jahre, ist mir auch egal. Ich will, dass Bernd Brandes Recht bekommt. Er wollte ja in die Pfanne, er wollte, dass kein Ärger ist und er hatte alles vorbereitet, damit ich keinen Ärger bekomme. Und jetzt habe ich aber diesen Ärger, also ist es der Wunsch auch von Bernd Brandes gewesen, dass das Ganze möglichst unauffällig passiert. Aber was ist denn für Sie ein angemessenes, gerechtes Urteil? Und nach dem Paragraphen 216 gibt es maximal 5 Jahre. Und wenn dann noch irgendwas anderes dazu kommt, wie jetzt ist ja auch als zweites Mordmerkmal Störung der Totenruhe, dafür gibt es auch maximal 3 Jahre.
dass man das dann in Strafzusammenschluss macht. Ich weiß nicht, wie jetzt das hundertprozentig dann aussieht. Wären 6, 7 Jahre. Pi mal Daumen. Glauben Sie, dass Sie therapierbar sind? Ja. Ich bemühe mich, seitdem ich hier drin bin, eine Therapie zu bekommen. Aber erst heißt es, ja, solange Sie in U-Haft sind, geht da nichts. Dafür ist kein Geld da. Jetzt hatte ich auch wieder beantragt. Da heißt es, da muss erst ein Vollzugsplan erstellt werden, sodass also ich gerade jetzt hier in dem Bereich der Justiz das alles möglichst weit rausgezögert wird. Und ich will therapiert werden, brauche das, ich weiß das und kann nur hoffen, dass es dann auch irgendwann gemacht wird. Machen Sie Gott dafür verantwortlich, was passiert ist? Nein, nicht verantwortlich. Er hat es zugelassen, ja. Hat weggeschaut. Aber verantwortlich mache ich ihn nicht. Sie haben es zugelassen. Er hat Ihnen die Wahl gelassen, ob Sie es tun oder nicht. Verstehen Sie, was ich meine? Das ja, war Ihre Entscheidung. Das ist eine schwierige Frage. Er hat mir die Wahl gelassen, er hat Bernd aber auch die Wahl gelassen. Und wenn es ihm möglich gewesen wäre, hätte es vielleicht verhindern können. Er hat vielleicht auch versucht zu verhindern und hat gesehen, dass das, was wir beide uns gewünscht haben, stärker ist. Ich weiß es nicht. Und denke mal, wenn der Tag gekommen ist, dann wird er mir vielleicht auch diese Frage beantworten können. Herr Maywes, was denken Sie, wenn Sie so rausschauen in die Freiheit? Das ist eine andere Welt. Hier hinter Gittern oder in einem Gefängnis läuft die Zeit anders. Hier drin bleibt eigentlich praktisch die Zeit stehen, während sie draußen weitergeht. Es ist eine ganz andere Welt mit anderen Gesetzen, als sie draußen existieren. Wie denken Sie heute über das, was Sie gemacht haben? Nun, heute weiß ich, dass das, was ich gemacht habe, falsch war. Dass niemals dieser richtige Weg sein kann. Dass die Wünsche, die Fantasien, die man hat, dass diese niemals in Erfüllung gehen können. Und all das, was man sich erträumt, immer nur ein Traum bleiben wird. Und auch das, was ich getan habe, nachdem ich das getan habe, hatte ich immer noch die Vorstellung, dass dieser Traum vielleicht doch Wirklichkeit werden könnte. Heute weiß ich, dass das niemals so sein kann. Und die Leute, die diese Probleme haben, wie Bernd und ich sie ja auch hatten, diese Leute müssen sich jemanden suchen, mit dem sie ganz offen und frei und unbefangen darüber sprechen können. Ein Arzt, Psychologe, Psychiater, Priester, Pfarrer. Denn das Gespräch, was ich hier in dieser Anstalt hatte, mit dem Anstaltspsychologen und Psychiater, ein sehr weiser und älterer Herr, ja, das hat mir ein Gefühl der Befreiung gegeben. Denn es war das erste Gespräch überhaupt mit einem Menschen, mit dem ich unbefangen und unvoreingenommen über diese Dinge sprechen konnte. Und die Last, die praktisch sich in 30 Jahren auf meinen Schultern angesammelt hatte, die war mit einmal weg. Und so merkwürdig es vielleicht auch klingen kann und mag, nach diesem Gespräch bin ich in eine sogenannte Zugangszelle gekommen. Ein Raum, der sehr klein, dreckig, schmutzig ist. Und ich habe da hinter den Gittern gesessen und habe Rotz und Wasser geheult. Und habe mich so frei gefühlt, wie mein ganzes Leben zuvor nie. Und dieser Moment, der war so gewaltig, dass ich jedem nur raten kann, wenn er solche Dinge vielleicht plant oder Fantasien, egal welcher Art es sind, suchen Sie jemanden, der unbefangen darüber spricht. Denn Sprechen hilft sehr viel und kann eine Befreiung geben, wie man sie nie zuvor gespürt hat. Und wenn man über Dinge spricht, braucht man diese auch nicht machen.
Wenn dieses Gespräch früher stattgefunden hätte, bei mir sowohl als auch bei Bernd, es wäre nie zu dieser Tat gekommen. Es gibt viele tausend Menschen im Internet, die sich für dieses Thema faszinieren, die dort Menschen suchen, entweder um aufgegessen zu werden oder um entsprechend Menschen zu essen. Weltweit hat die Polizei ermittelt, die Zahl allein in Deutschland, glaube ich, 10.000 und weltweit im Millionenbereich. Und wenn auch nur einer davon den Mut hat, das nicht zu tun, dann ist es schon mal ein großer Erfolg. Und wenn jeder, der diese Ambitionen hat, eine Möglichkeit offen hat, sich an jemanden zu wenden und Rat und Hilfe entsprechend zu bekommen, dann braucht er das auch nicht mehr zu tun. Und es gibt etliche Menschen. Und diese Menschen leben eben in dieser Fantasiewelt. Und diese Fantasiewelt muss eben durchbrochen werden durch die Realität. Können Sie von sich aus ausschließen, dass Sie das nochmals tun? Ja, denn mein Ziel ist, andere, die solche Gedanken haben, davon abzuhalten. Und eine Bekannte hatte mir hier im Gefängnis gesagt, beim Ausleben der Fantasie wird man niemals die Erfüllung erleben. Und diesen Satz habe ich mir sehr zu Herzen genommen, denn was auch immer man sich vorstellt, es ist in der Realität grundsätzlich immer anders. Und von daher, warum soll ich etwas machen, von dem ich weiß, dass es nie so ist, wie ich es mir vorstelle? Sind Sie glücklich jetzt, weil Sie Herrn Brandes in sich haben? Nach meiner Vorstellung ist er nun auch ein Teil von mir. Zumindest der Gedanke an ihn, der ist da. Und das ist ein guter Gedanke für mich.